Kaiser. Nein. Hallo Leute, was geht ab? Wir spielen Monsters Hunters. Wir haben gestern gut Progress gemacht. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Was brauche ich mehr im Leben? Monster Hunter, richtig. Soll ich noch ein Tweet machen? Wäre eigentlich nett, ne? Oh, aber da kommen wieder die besonderen Leute. Aber was soll's. Ich kann ja nichts dafür. Ich lasse mal meine Tür halb offen, weil ich muss Post hören, wegen der Collectors Edition von Monster Hunter, die heute kommt. Okay, sehr gut, ich mach mal meine Tür halb auf. So. Ich hoffe, ich höre die Tür heute, weil wäre ungünstig, wenn ich die Collectors Edition verpasse. So, was seht ihr? Das stimmt. Ich hasse es. Warum stellt es das immer... Ich habe nur den PC seitdem neu gestartet und es stellt einfach die Auflösung um. Ist das richtig? Nein. Ja, die Werte sind hier auch komplett falsch. Das ist schön. Aber ich habe mir ein Screenshot irgendwo gespeichert, wie ich es ziehen muss. Ja, da war es, glaube ich. 1606 und 907. Schreiben wir es mal rein. 1606. Wollen wir so spielen? 907. Aha. Schon besser. Ich habe was vergessen. Meine Aufnahme nebenbei anzumachen. Nochmal hier alles umstellen. So, hier klicken wir auch mal drauf. Die Capture-Karte spiele ich auch mit auf. Alles ohne Interface. So, Magnamalo-Rüstung, genau. Wir haben gestern im Singleplayer bis zum Ende gespielt. 17 Stunden gestreamt. Und ich habe immer noch kein Feed gemacht. Hallo? Was haben wir? Bin immer noch nicht wach, scheinbar. Mehr Monster Hunters. So, jetzt habe ich einen Tweet gemacht. Jetzt können wir tippen. Ja genau, wir haben gestern so ziemlich alles fertig gemacht. Wir haben hier alle neuen Monster bekämpft. Ich habe... ich bin schon seit einer Stunde wach. Ich habe in der Zeit alle Nebenquests gemacht mit Monstern, die wir bereits kennen und gemacht haben. Heißt, hier habe ich noch eine Quest mit Rathalos und Tigrex. Hier habe ich einen Rathalos noch. Da habe ich noch Bariot und Puki. Und hier habe ich nur noch Barot. Das sind die letzten Quests, die wir machen können. Dann sind wir komplett mit dem Singleplayer durch. Und das wollte ich gemeinsam mit euch natürlich machen. Den schon auf 100% bringen, den Singleplayer. Und wir fangen mit einem Barot an. Lassen wir uns gar nicht aufhalten, sondern kloppen wir schön Monster mit unserem coolen Magnamalo-Hammer. Sind mega happy. Wie findest du Rise bis jetzt vor allem im Vergleich mit World? Ich mag immer das aktuelle Monster Hunter am meisten, weil da kommt neuer Content. World ist super... World ist ein unglaublich gutes Spiel. So oder so. Aber Rise ist gerade neu. Deswegen mag ich Rise gerade sehr. Jawohl. Da kommen die Eieieis im Chat. Das sind die Guten. Mir ist aufgefallen, wir haben Ragnar Radaki, oder wie er heißt, dieses Spinnenviech. Ragnar Akaki. Das haben wir nicht gesehen. Das scheinen wir echt auch im Multiplayer gesperrt. Hier müssen wir mal gucken. Aber ja, wir haben eh noch ein paar, 2, 3 Quests vor uns. Einfach nochmal zur Aktualisierung, falls jemand irgendwie den ersten Stream nicht geguckt hat oder gerade einschaltet und nicht auf dem aktuellen Stand ist. Wir haben die komplette Magnamalo-Rüstung, die ich noch ein bisschen aufgewertet habe, auf 34 Verteidigung pro Stück. Und die komplette Magnamalo-Rüstung hat, ich glaube Status ist besser als die Kiste. Genau, wir haben 183 Verteidigung, 136 Angriff. Haben Groll, Gegenschlag, Höllenfeuerumhang. Groll macht das, wenn wir Schaden haben. Also wenn Leben regenerieren kann, machen wir 15 Punkte mehr Angriff. Oder was? Gegenschlag? Ich weiß es nicht. Wir haben irgendwie 2 Sachen, die Angriff erhöhen. Wir haben Höllenfeuerumhang, das uns Höllenpest gibt, wenn Monster wütend werden, gegnerische. Damit können wir dann so Minen legen, die explodieren und Monster umwerfen.
Und wir haben ein Amulett, was Seilkäfer Stufe 2 macht, mit dem Seilkäfer von einem Seilfall schneller regenerieren. Und ich andere Seilkäfer, die ich sammle, 30% länger ab. Und man kann ja einen dritten sammeln und so. Genau. Jetzt der aktuelle Stand. Ansonsten habe ich für heute vor, noch ein bisschen hier Sachen zu craften, können wir machen. Das ist ja alles noch machbar. Ich würde sehr gerne den Teddybärhammer machen. Ah, cool. Ich sehe den Hammer hier unten. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass ich ihn sehe. Weil ich eigentlich nichts Neues gemacht habe, aber Hummelkürbis brauche ich einen. Ah ja, ein Kürbishammer. Ah, wie cool. Ja, wir haben, glaube ich, alle Hammer aufgedeckt, die es zumindest im Low-Rank gibt. Es gibt immer noch den kompletten Online-Rank. Da gibt es auch noch High-Rank-Quests und sowas, die schwerer sind, aber die gibt es hier nicht im Singleplayer. Deswegen, ja, ist der Singleplayer einfach die reine Chill-Erfahrung. Und wir gehen jetzt einen Barot zerstören. Also wirklich zerstören. Also keine Ahnung, alle Quests sind hier so. Also ich mag es eigentlich sehr gerne, wie chill das alles ist. Ich habe bei einem Monster Hunter noch nie so schnell alle Quests gemacht wie in diesem Teil. Einfach weil so chillig ist. Wie cool siehst du aus? Danke. Guck mal. Krieger des Ödlands Barot. Irgendwas war gerade geschrieben, wo ich antworten wollte. Wann kommt das Spiel raus? Es ist heute schon rausgekommen. Heute ist Release-Tag. Heute ist Monster Hunter-Tag. Aber ich gehe Barot hauen. Barot nach dem Flagship. Ja, das ist eine alte Quest, die ich noch nicht gemacht habe. Ich habe gestern ein paar Quests ausgelassen, ein paar Monster, und die muss ich noch nachholen. Wir müssen noch ein Barot, ein Puki, ein Bariot und ein Rathalos machen. Ja. Barot, Bariot, Puki, Rathalos. Müssen alle sein. Die müssen wir noch von gestern nachholen und dann haben wir eigentlich alle Nebenquests, oder alle Quests vom Singleplayer fertig. Das ist cool. Hallo. Ein Kidney aus World und so. Die Juden. Was ist eigentlich mit Satisfactory? Darüber haben wir in Escapists. Survivalists. Survivalists geredet. Ausführlich. Wenn du meine Videos nicht guckst, kann ich nichts dafür. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal diese 5 Minuten Antwort dazu geben, die ich dir ausführlich gegeben habe. Ich möchte mich gerade Monster Hunter spielen und mich auf den Barot, der mich verprügelt, konzentrieren. Ich warte eigentlich einfach nur noch darauf, dass Monster wütend werden. Ich liebe den Rüstungseffekt, weil ich es halt so sehr liebe, Monster auszulocken. Diese lila Flammen dann zu haben, immer für mich, ist einfach so nice. Da sind sie. Ist wütend. Genau, und wenn die Flammen da sind, kann ich mich mit meinem Käfer in der Nähe von ihm ziehen. Und dann setze ich so eine Mine hin und er fällt um. Also nicht immer garantiert, dass er umfällt, aber ich glaube, das baut sich so auf. Also beim ersten Mal, das erste Mal umfallen ist einfacher. Da war der Kopf weg. Bei Barot übrigens eins der wenigen Monster, wo man nicht auf den Kopf hauen will tatsächlich, sondern auf die Hände. Aber triff mal die Hände. Ich schaue scheinbar trotzdem auf den Kopf. Oder darf man bei ihm auf den Kopf hauen? Nee, gar keinen Schaden. Genau, man will auf die Hände hauen. Aber irgendwie treffe ich nicht die Hände. So, jetzt wieder Matt. Mine. So. Genau, da kriegt er halt auch 60 Schaden von und so. Ultra cool. Magnamalo-Rüstung ist MVP. Barot ist aber auch eins dafür der wenigen Monster, wo man am Kopf was abbrechen kann. Okay, ja, wenn du meinst, dass du mich da getroffen hast, mich gestunt hast, dann
dann sei das so. Deswegen eigentlich ganz cool, bei Barrett auf den Kopf zu hauen. Hallo? Ach, er geht sich wälzen, der Kleine. Ja, fei. Aber ich habe keinen Griff. Ja, egal, Waffe. Drei Schräge, komm. Habe ich keine Mine gelegt? Nee. Selbst für Low Rank sind die ganzen Sachen von denen echt kurz da. Ich kann mal aufhören, lass mich von allem zu treffen. Ich habe irgendeine Wasserpest oder sowas, ne? Das ist nämlich meine Ausdauer nicht mehr. Ah, schon besser. Ist weggegangen gerade. So. Gute alte Bauert haut ab. Wo ist mein Hund? Hundi-Hund. Hundi-Hund. Da, kämpft gerade gegen irgendwas. Auf, Hundi-Hund. Ich muss meinem Hund noch eine neue Waffe geben. Ja, es sind nicht sowieso nur zwei oder drei Monster, die einen Blunt Damage Only Calf hatten. Ich erinnere mich gerade an den Uhren Barrett Skulp. Es gibt super, super wenige. Allgemein, dass es ein Monster gibt, wo nicht ihr Kopf die Schwachstelle ist, ist schon selten genug. Ein Moskito hat einfach nicht gestoppt. Da ist der Kopf abgefallen. Hab's euch doch gesagt. Mega merkwürdig, der arme Junge. Tut, tut. Ich bin auch reingesprungen. Bin. Erst fang Barrett, aber wir mobben ihn einfach fertig. Aber hier. Wir gehen jetzt nicht zu einem anderen Monster. Können theoretisch zu cool und so, aber ich will ja die Stirn dann gleich looten noch. Da sind wirklich so Wandviecher hier. Muss ich auch noch fotografieren. 2, 3 und bada. Ich hätte auf die Hände hauen sollen. Bonk. Das war ein Zeichen, dass ich jetzt auf die Hände hauen soll. Ja, man trifft die Hände halt nicht, weil so ein Autofokus auf dem Kopf immer ist ein bisschen hier. Schlimmer als in World auf jeden Fall. Irgendwo gut, weil man eigentlich eh immer den Kopf treffen will. Aber, ja, ne? Wenn man gerade mal die Hände treffen will, nicht so gut. Ach, Barrett. Auf offenen Knochen drauf man muss so wehtun. Ja, das, der lebt auch nicht mehr lange danach. Ich dachte schon, ist die ganze Nacht durchgezogen? Nee, nee, ich habe 3 Stunden geschlafen, keine Sorge. Foto? Ja, es ist Tag. Er liegt K.O. da. Barrett. Sehr schönes Foto. So, was eine Farbe ist, ist auch schon wieder im Chat. Heute halte ich mich mit dem Chat etwas zurück, muss selber spielen. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Wandkrabbe, Zangenkrebs, fotografiert. Perfekt. Ich weiß nicht, was der macht, aber ich habe ein Foto. Habe ich den Kopf gelootet? Ja. Da liegt noch was. Jawohl, eine Büffelträne. Du musst oben aktualisieren. Oh, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ist ein Argument. Player fertig mache. So, vielleicht ein bisschen kleiner ziehen noch. Das von Capcom, das kann ich auch ein bisschen machen. So. Irgendwie so. Perfekt. Im Streamtitel steht Single Palja. True. Aktualisieren. Dankeschön. Ja, Junge, 3 Stunden Schlaf. Ich mach Fehler. Aber ich darf Monster Hunter spielen. Monster Hunter, Monster Hunter. Ich fühle mich wie das Pack Please Emote. Pack Please? Schreibt man das so? Nein, ich habe keine Ahnung, wie man schreibt. Macht mal ein Pack Please bitte für mich. Ja. Da ist er. Ja. Ich liebe das Emote so sehr. Ist einfach so am Abgehen der Mobs.
Ich weiß nicht, was er eigentlich macht, aber es sieht aus, als würde er dancen und das ist nice. So, 3-Sterne-Quest fertig. Jetzt müssen wir hier einen Bariot und einen Pookie machen. Fangen wir mit dem Pookie an. Pookie war ja eigentlich immer auch ein Mega-Opfer. Ja, essen sollte ich vielleicht noch. Muss ich nicht unbedingt, aber hey. Ich kann theoretisch die Magna Malo-Rüstung auf Maximum upgraden. Wenn ich eh noch nicht in den High Rank jetzt gerade gehe. Oh, noch einen Damage-Buff bekommen. Schade. Ja, mach mir die Magna Malo-Rüstung auf Maximum. Bis Kugeln Plus werde ich doch eh nicht mehr verwenden später. Rüstung verbessern. So. Das sind 4 Stück, glaube ich, pro Rüstung. Ja, genau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sollte ganz genau aufgehen, außer 2 Stück oder so sollte ich noch haben. Genau. So, komplett geupgradet Magna Malo-Rüstung. Let's go. Maximum aus dem Spiel rausgeholt. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Und YouTube-Zuschauer, wie gefällt euch der Twitch-Chat so? Wenn ich es auf YouTube hochladen kann. Der erste Stream wurde selber, also ich habe ihn von Twitch übertragen lassen. Also Twitch überträgt ihn auf YouTube. Ich muss da gar nichts machen eigentlich. Ich muss nur auf Export drücken. Gleich weiter. Puki ist so süß. Unersättlicher Vielfraß. Puki Puki. So, was wollte ich davor sagen? Oh, spuckt ein bisschen Gift. Mein Gehirn wird heute nicht gut arbeiten. Das kann ich schon mal sagen. Das sieht witzig aus. Ja, den gab es auch schon, Monster in the World. Auch schon sehr cool. Achso, ja, ja, genau. Ich habe es von Twitch auf YouTube laden lassen. Das macht alles so automatisch. Aber es hat es irgendwie dort auch auf 2 Videos aufgeteilt. Also ein 17-Stunden-Stream ist scheinbar selbst so der Twitch-Übertragung zu viel. Und da steht irgendwie nur bei einem Fehler und so. Also ich weiß nicht, ob ich es irgendwie übertragen kriege auf YouTube. Ich hoffe es. Weil wäre halt schade drum. Ich habe ja sonst auch die Aufnahme. Muss es halt ein sehr langes Video rendern. Oder 2 oder 3. Ich mache einfach 1080p, dann dauert das Hochladen auch nicht so lange und das Rendern auch nicht. So. Der hat, glaube ich, so ein bisschen die Moves von seinem Wasserkollegen gelernt. Ja, ist allgemein so ein bisschen flotter. Das haben ja alle in Rise. Was mich eigentlich wundert. Ich muss sagen, für Low Ranks sind viele der Monster echt schon relativ flink. Also ich hoffe, hier kommt nicht so die Änderung, dass die dann mit G-Rang noch schneller werden, weil das ist ja Highspeed-Hunter. So. Okay, krieg erstmal einen Bonk. Bitte. Das ist kein Bonk. Aber du bist wütend. Ich kann gleich eine Mine legen. Ich muss nur noch eine Sekunde ausweichen. So, tschüssi. Bonk, 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 bonk. Bonk. Hä? Als ob der nicht getroffen hat, der letzte. Ein ganzes Leben habe ich darauf gewartet. Ja, vergift mich nur. Ich kenne Cap. Ein cooler Angriff. Das war sein Flügel. Ja, der will nicht viel Leben haben, der Arme. Streamst du noch andere Games in nächster Zeit? Nö. Ich stream ja nur, weil ich Bock habe, Monster zu streamen. Okay, das hat nicht als Wand gezählt. Understandable. Und er ist instant aufgestanden. Was ist denn für ein schlechter Mount? Hier, wird ausgenockt. Wird ausgenockt. Danke. Woher kriege ich eigentlich warmen Pelz in dem Spiel? Ich brauche nämlich echt viele davon. 1, 2, 3 und bada. Bonk. Den Schlag zu treffen, macht echt die Jagden halt halb so lang gefühlt. Wenn man den nicht oft trifft, dann
alles vergeben und vergessen hier. Was ich an Schaden gemacht habe. Erinnert sich Puki gar nicht mehr dran. Ja, ich möchte nicht geschweift werden. Bist du geschüpft? Hey, aber seine dicke Nudel weggeschlagen, bevor er mich vergiften konnte. Also ich bin noch vergiftet, aber... Es geht ums Prinzip. Flott. Angriff hoch. Ich wollte eigentlich einen Trank nehmen, aber mein Charakter meint nö. Okay. Okay, er wird wegfliegen. Machen wir nur noch Spins drüber in der Hoffnung, dass er stirbt. Jawoll! Rathalos und Bariot. Die zwei fehlen noch. Wann hast du gestern gestreamt? 6 Uhr morgens? Ungefähr? RubyFighter, niemand weiß etwas über die PC-Version, außer dass sie Anfang nächsten Jahres kommt. Und ich denke, sie wird so bleiben. Nur die Auflösung wird halt höher sein und deswegen wird es besser aussehen. Texturen könnten noch besser sein und Auflösung höher, dann sollte das Spiel auch wesentlich besser aussehen. Zum Beispiel da vorne an dem Baum. Dieser weiße Rand, der hat ja so einen ganz weißen Rand, seht ihr, wenn ihr hinguckt. Das ist, glaube ich, so eine Lösung, die man macht, wenn ein Spiel in einer niedrigen Auflösung läuft, dass es trotzdem noch gut aussieht. Besser. Und ich glaube, wenn das dann in der PC-Version in einer hohen Auflösung läuft, sind diese komischen weißen Lichter nicht mehr auf Bäumen und sowas und es sieht dann auch schöner aus. So. Ich glaube, es fehlen 3 Monster. Ich habe irgendeins vergessen. Warum spielst du Hammer? Kannst du auch mal andere Waffen zeigen? Ja, habe ich am Anfang vom letzten Stream hier. Ja, wir haben Jagdhorn, Langschwert, Schwert und Schild gespielt. Jagdhorn habe ich sogar zwischendurch öfter mal gespielt. Und Debitor ist nochmal da? Warum sagt er Hallo, Debitor? Hallo? Ich will wieder irgendwas übersehen. Ah, da! Er spielt immer noch. Nein, 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 ich spiele wieder. Ich spiele wieder. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Keine Sorge. Alles in Ordnung hier. So, Bariot. Hier ein Rathalos. Ach, und da auch nochmal ein Rathalos. Okay, doch. 2 Monster sind es noch. Ja, schauen wir uns Bariot an. Keine Sorge, ich bin nicht süchtig. Richtig. So. Dann. Ja, nehmen wir einen Gutschein. Ich hab kurz überlegt, ob sie es nochmal anhören, aber nee. Sind deine Halsschmerzen wegen dem gestrigen Stream schlimmer geworden? Nee. Nachdem ich jetzt schon ein paar Stunden Pause hatte und so, ist gerade mega angenehm. Ich habe auch schon wieder hier ein Tee neben mir stehen. Wo ich übrigens die Teebeutel mal rausmachen sollte. Und ihr kriegt die Bariot-Cutscene. Viel Spaß. いてる辻風不可侵の地切り忘れた顔強化扉湯天に舞い烈迫 So, wo ist er denn? Da oben.
Ja, Abstimmung machen die Mods. Ich weiß nicht, ob Mods da sind oder nicht, aber müsst ihr auch nicht machen, wenn ihr gerade selber zu... Die Mods haben ja alle selber zu tun. Die müssen alle Monster Hunter spielen. Abstimmung gab es gestern tausende. Ist auch gleichzeitig entspannter für mich, also alles gut. So. Der und noch Rathalos. Gibt es keine Rathalos-Hammer, ne? Wenn ich alle Hammer schon gesehen habe. Na, vielleicht irgendein Upgrade. Vom Rathian-Hammer oder so. 22 Uhr bin ich komplett für den Stream da. Ja, da werde ich ja eh mit Holly spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich da meine Sicht dann mitstreame oder ob wir einfach bei Holly chillen. Auf jeden Fall heute Abend Multiplayer bei Holly. Das wird eh interessant, weil Holly muss ja, glaube ich, dann das Intro noch spielen. Und das geht ja gefühlt eine Stunde. Die ganze Einleitung und das ganze Gelaber und so. Und ich glaube, irgendwer anders macht noch mit, wo ich gar keine Ahnung habe. Aber ich zeige Leuten gerne Monster Hunter. Das soll nicht mein Problem sein. Ja, Bariot sieht immer noch sehr hüpfig aus. Wirkt sehr wie der World Bariot, nicht wie der alte Bariot. Vielleicht kann meine Mine den ja ein bisschen zum Chillen bringen. Hier, schau mal. Da ist er voll reingehüpft. So, wenn die Zähne gebrochen sind, macht er weniger Zeug. Irgendwie war es doch bei dir. Junge, der ist so jumpy. Jimbanjo! Naja, dann gehen wir zu Sonderkant und Isuri, wenn die eh beide da unten in der Ecke zusammen chillen. Auf geht's! Wer hat das schon im Spiel fortgeschritten? Wir sind mit dem Singleplayer eigentlich fast fertig. Drei Quests. Der Drei-Quest-Countdown. So. Schneller Monsterwechsel. Weil wir müssen ja eigentlich nur ihm Schaden machen. Sonderkant Mountain ist so ein Bait. Man hofft so sehr, dass man, ich zeig's euch gleich. Jetzt, wenn ich die Fähigkeit mache, macht sie ihren Schlafstrahl. Was ja an sich eigentlich cool ist. Gute Nacht. Oh, er liegt sowieso. Aber wenn ein Monster schläft, macht die dann noch einen Angriff jetzt. Ja, der es aufwecken würde. Deswegen der Schlaf eigentlich nur ein Bait ist. Das war sehr fein. Und Sonderkant geht auch so weit weg, wie es kann. Und wir haben noch einen großen Isuki, der hier einfach gemütlich schläft, den ich gleich noch wecken kann. Hier, ich lasse dir eine Mine. Ich finde es interessant, dass der große Suchi da durchschläft durch so einen Schrei. Ah, vielleicht ist große Suchi gar nicht mehr mountbar, weil er war ja gerade mountbar und niemand ist aufgestiegen. Ja, scheinbar. Ich dachte vielleicht, das würde es sich nicht aufbauen dadurch oder so. Ja, ist ja ungünstig. Ich weiß nicht, warum die sich hier gerade gegenseitig kaputt prügeln, aber ich hüpfe einfach nur durch. Aua. Oder auch nicht. Hier, Mine. Komm her. Ich liebe diese Minen. Bada Bonk. Unsere Beute ist schwach. Das brauche ich nicht zweimal hören. Ja, damit. Ich bin kein Monster Hunter besser. Ich mag alle Monster Hunter. Ich
kann ich sagen, das hier ist das bessere Monster an der einen Tag, nachdem ich es gespielt habe. So eine Meinung bildet sich so irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monate, nachdem man es gespielt hat. So, wenn man... So, ich bin doch gerade jetzt voll im Hype drin und genieße einfach nur das Spiel. Was mit dem Overlay? Ist doch da. Ich weiß nicht, was du hast. Welche Version hast du? Die normale oder die Deluxe? Ich hatte die normale ohne Vorbesteller-Boni, aber ich habe mir die Deluxe-Edition noch geholt. Jo. So. Das letzte Monster aus dem Singleplayer. Wie läuft dein Footloose Freitag so? Ich weiß nicht mal, was Footloose heißt. Holly will scheinbar um 16 Uhr Monster hunten. Ungefähr. Nice. So, ein Rathalos-Alarm. Der König der Lüfte. So, ich möchte bitte eine Blitzbombe. Thank you. Weil, ne, fliegt viel rum und nervig. Da gehe ich auf Nummer sicher. Es gibt kaum fliegende Monster in dem Spiel, ne? Die Welt war so voll verseucht damit. Sind alle die ganze Zeit nur rumgeflogen. Voll angenehm. Ein Gutschein. Jawoll. So. Ja, klopp mal ratelos. Let's go. Hab ja alles dabei. Jetzt kommt alle 3 Sekunden jemand, der fragt, wie ich das Spiel finde. Moin zusammen, lohnt es sich, das DLC zu kaufen? Wenn ja, warum? Das DLC ist ein eigenes Spiel. König der Himmel. Okay. Fast richtig. Rathalos. Hui. Ist die Story dann fertig, wenn du alle Monster Singleplayer? Die Story haben wir gestern fertig gemacht. Wir machen einfach gerade nur die Quests fertig. Also was es im Singleplayer zumindest gibt, es fehlt eigentlich irgendwie ein bisschen was gefühlt. Am Ende April kommt, glaube ich, noch was, was irgendwie ergänzen soll. Bin nicht sicher. Ah, ich habe den Almudron-Hammer auch gemacht, den kann ich euch noch zeigen. Der sieht cool aus. So. It's the final monster, Dilidi. Aber einen Quest müssen wir danach nochmal mit einem Rathalos machen. So. Machst du nochmal ein Monster mit Jagdhorn? Habe ich gezeigt. Was soll ich denn sonst noch machen mit Jagdhorn? Ich bin mich halt einfach da drin und bin unsterblich. Ja, das ist ein Rathalos. Yep, das ist ein Rathalos. Aber genau dafür habe ich Blitzbomben. Blitzbomben. Easy, fast drei getroffen. Bleibt er liegen oder steht er instant auf? Okay, er steht wenigstens kurz auf der Stelle. Das waren keine Kopftreffer. Das ist natürlich etwas schade.
Nein, da rollen wir durch. Das ist, glaube ich, so die einzigen Monster, wo ich es schaffe, manchmal durchzuwollen. Rathian und Rathalos, weil ich den Schrei schon so oft gehört habe. Obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass er fliegt. Fancy! Mein Leben! Ich habe, glaube ich, keine Feuerverteidigung. Alles kein. Danke, Bonk. Ist das schön. Also entweder habe ich ultra wenig Feuerverteidigung oder der Angriff ist generell echt stark. Die fliegen als Rathalos? Süß. Können wir mal alles kaputt fliegen hier. So ungünstig, wenn er weggenockt wird aus dem Angriff, ne? Was soll er machen? Gehen wir halt leider ein bisschen normal weiter. Ich hab noch eine Mine für dich. Kabum. Warten wir kurz? Ja, wir warten kurz. Jawoll. Ja, wenigstens Einschlag hat getroffen. Spring mal weg. Lol. Als ob mich das vergiftet hat. Ja, ich war an den Krallen auf jeden Fall. Ah, schade. Okay. Ich habe ja, glaube ich, ein Gegengift dabei, ne? Ja. Ich guck mal. Junge! Rathalos nervt. Haben die Monster eigentlich so getan, dass du sie kriegst? Schaust du dir gerade zu? Sieht es aus, als würde ich das Ding quälen? Quält mich? So. Komm runter! Leid, dass es existiert, ist doch schon Grund genug, mit einem Hammer drauf zu hauen. Der ist mal lieber ohne Kopf geboren worden. Das ist nicht meine Priorität. Schon fancy Angriffe? Das war ein Flügel. So, mal hier ein bisschen. Der weint ganz schön viel. Lol, meine Mine. Jawoll. Aber ich mag die Schärfe von dem Hammer auch. So schön, nicht die ganze Zeit im Kampf immer schärfen zu müssen. Dann einfach ein Monster jagen und das hält den kompletten Kampf. Oh, natürlich schreist du fünfmal. Hast du ab oder bleibst du? Er bleibt. Ich komm zu dir. Aua. Bin immer noch oben. Weggespinnt am Ende. Ich liebe diese. Das Fallfeuer sieht eigentlich auch so cool aus. Alles zu platzieren sieht fancy aus irgendwo. So, damit ist das letzte Monster tot. Wir können ein Foto von ihm machen. Ich habe dran gedacht. Ich muss nur kurz. Und die komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, gut. Halt. So. Weil die haben irgendwie so ein komplett. So ein, irgend so ein Drang, immer ins Bild zu laufen. Okay, das ist natürlich ein wunderschönes Foto. Kopf im Boden. Kann sein, dass es nicht mal als Rathalos zählt. Manchmal, wenn der Kopf zu sehr im Boot steckt. Hast du auch vor, dem Multiplayer des Spiels zu streamen oder aufzunehmen? Ich weiß noch nicht. Also, vielleicht nicht das erste Erlebnis von den ganzen Endgame-Monstern. Wenn ich das dann eher so für mich spiele. Aber wenn ich die alle mal gemacht habe oder so, können wir die noch alle in dem Stream mal angucken.
Ja. Weil ich da mehr so in der Freundesgruppe spiele und ich will mich die alle da zum Mitstreamen zwingen. Ich kann die nochmal fragen, aber ja. Mit Community? Nein. Also mit Community allgemein Multiplayer mal spielen können wir auch jetzt gleich machen oder so, aber ich will halt nicht in High Rank. Hast du irgendwas bisher nicht First Try? Irgendeine Quest gefällt haben wir, glaube ich, noch nicht bisher, aber der Singleplayer soll auch sehr einfach sein. Ist ja irgendwie so gewollt. So, die letzte Quest. Ja. Danach machen wir noch die Spezialzulassung. Das wird auch lustig. Aber wir machen jetzt erstmal die allerletzte Quest, Himmelskönig und Landplage. Junge! Was eine nervige Quest, die beiden. Gar keinen Bock. Ah, dann haben wir es hinter uns. Ist das noch Low Rank? Ja, Singleplayer ist nur Low Rank bisher. Gango Polierer. Ich gehe mal kurz auf eine Expedition und wieder ins Dorf. Ich will die Boni haben. Die Quest ist schon so nervig genug. Nehmen einfach einen Dango-Gutschein. Was machst du in den Osterferien? YouTube-Videos? Leben? Nichts geplant? Was macht man denn während Corona? Daheim bleiben und einfach klug sein. Und sich nicht mit 800 Leuten treffen. Ich flieg nach Malle. Das mache ich natürlich. So, die Quest war schwer genug. Quest abschließen. Nach Dubai? Nee. Ist das die Magna Malo Rüstung? Ja. Und der Magna Malo Hund und die Magna Malo Katze und der Magna Malo Hammer. So, aber Dings. Ich würde gerne für meinen Hund eine stumpfe Waffe machen. Diablos Hammer? Für meinen Hundi? Und ein Tigrex. Und ein Gossarak. Guck mal, wie es aussieht. Kleiner Diablos Hammer? Kleiner Tigrex Hammer. Diablos Hammer sieht am coolsten aus. Mizutsuna? Nee. Anjanat? Oh, Anjanat Hammer sieht eigentlich lustig aus. Ja, machen wir einen Diablos. Gegen Reste tauschen bei von einem Diablos. Bitte einen Diablos-Panzer. Ja. So, Palamut-Ausrüstung. Ah, ich brauche halt zwei. Ganz vergessen. Noch eins. Nein, nicht zwei Stück. Ja. Menüführung kann ich auf jeden Fall. Diablos-Hammer. Ausrüsten. So, weil mein Hund hat den Bonus auf Betäubungsschaden. Jetzt kann mein Hund auch betäuben. Den Schweif hat er eh noch nicht abgetrennt bis jetzt. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt. Wenn jemals ein DLC oder so eine große Erweiterung, eine Ultimate-Version oder was auch immer für Rise kommt, will ich als Hund spielen dürfen. Obwohl, es wäre schon merkwürdig, wenn ein anderer Spieler dann auf mich aufsteigt, oder? So, jetzt machen wir die Quest. Willst du noch Destiny 2 spielen? Ich habe das doch letzte Woche gestreamt. Was ist das für eine Frage? So, Dango, Dango-Gutschein. Jetzt sind wir ready. So, auf geht's. Zwei ekelhafte Monster. Nee, Klaus Monster in the Rise, das ist doch schon ein altes Spiel. Schon 13 Stunden alt, warum sollte ich das nur spielen? So. Dango Verstärker ist aktiv. Hält 10 Minuten übrigens. Echt ein guter Essensbuff. Ich weiß nicht, wie viel mehr Angriff das ist. Mal kurz den Status gucken. 36 hatte ich. 9 Schaden mehr. Okay. 9 Angriff ist viel. Ja, Angriff ist schon ein bisschen was. Was haben wir denn auf der Map?
Es ist ein... Anjanath. Anjanath ist noch auf der Map. Okay. Ja, wir gehen erstmal zu Rathalos. Steigen auf. Und reiten dann zu Tigrex. Ich finde Monster Hunter Rise im Vergleich zu World neu. Rise macht gerade mehr Spaß, weil es neuen Content hat. Also, ne? So einfach ist es. Kann ich da irgendwie... Hallo? Ist hier ein Rathalos? Auf meiner Karte ist hier ein Rathalos. Hallo? Warum liegt da ein Wyvern-Trainer? Viel zu früh gerollt. Dafür freue ich mich auf den High Rank, weil es einfach kein Ohrschützen bisher gibt in dem Spiel. Ich find's gut, dass man gar keine Blitzbomben braucht, weil ich die eh einfach aus dem Himmel prügel. Junge, der macht so einen Schaden. Mein Leben schon wieder, ne? Ja, der will auch nicht gemountet werden. Nochmal drauf, los! Okay, ich möchte nicht nochmal draufhauen, ich möchte mich heilen. Rathalos hat gewonnen. Fändest du es besser, wenn Rise auf PC kommt? Rise kommt auf PC, Anfang nächsten Jahres. Lange bestätigt. Und ich finde Monster Hunter auf der Switch ziemlich chill. Deswegen habe ich kein Problem damit, dass es auf der Switch ist. Joker! Der macht mich voll fertig. Und danach kommt noch ein Tigrex. Egal, ich kann ja meine Heiltränke wenigstens auffüllen. Wie er mich abfangen sogar wollte. Viel zu klug, das Ding. Ist er jetzt mountbar? Ja. Angriff. Ah, krass, dass der Damage so langsam steigt. Ich meine auch nicht negativ, richtig ungewohnt, dass man nicht nach 10k hält. Achso, dass die Waffe, dass man selber nicht so viel stärker wird. Ja, ja, mit dem High Rank steigt es dann, glaube ich, nochmal ein bisschen krasser an. Dann machen die Treffer wahrscheinlich statt 100 dann so 300 Schaden. Aber ich finde es auch sehr angenehm. Ist man gar nicht so abhängig, wenn man sich seine Waffe gar nicht so oft upgradet. Kannst du Feuerball spucken, bitte? Oh. Nein, nicht umfallen. Hallo? Nein, nicht umfallen. Rathalos, bitte. Ja, ich habe den Angriff getroffen. Sehr schön. So. Und zack. Tigrex erstmal vergiften. Und ich spuck scheinbar nochmal drauf. Ja. Vergiften und abfackeln. Warum nicht? Ja, der Tigrex leidet doch genug. Oh, sehr, wie ich nach einem Angriff den Kopf aber gebrochen habe. Junge. Oh, das ist schön. Das ist super schön. Erstmal Tigrex schon mal halb tot hauen, bevor er überhaupt sich bewegen konnte. Oh, das war so viel Schaden. Komm, vielleicht kriege ich noch so einen durch, weil er jetzt schreien will oder so. Du Opfer. Komm her. Jetzt gehen wir nochmal zu Rathalos. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal um. Hallo Rathalos. Du musst so einen Steinschießangriff eigentlich machen, dass Rathalos nett wett wird. Wie mache ich den? Ah, so. Perfekt. Wenn die einen Nassstatus-Effekt haben, kriegen die nämlich mehr Schaden. Okay, er hat ihn ein bisschen weggeschrien noch. Da kann ich arbeiten. So, hier ein Geschenk für dich. Hab ich's geschafft? Nein, dann haben wir nur selber explodiert. Hör auf zu schreien. Ist noch früh am Morgen. Wollen die Leute gar nicht hören. Rathalos, dein Kopf ist schon ein bisschen stabiler gewesen.
Oh, das ist ein Booster. Na, wenigstens ausgewichen. Aber alles kaputt gehauen an dem. Fanggerät? Nee. Jetzt ist aber wieder wirklich mad, ne? Ja. Jetzt wird er wieder gefährlicher. Liebe es übrigens mit Hammern an so einer Klippe zu sein. Aber nur weil ich diesen Sprung die ganze Zeit spammen kann. Oh, mein Leben. Erstmal ein Tränkchen trinken. Ich muss echt mal gucken, was meine Feuerverteidigung ist. Es kann ja nicht normal sein, dass der mich fast... dass er immer mein halbes Leben mit dem Angriff macht, während alle anderen Monster im Spiel nichts machen. Obwohl so manchmal sollen so Rathalos und Diablos immer so das Ende vom Low Rank sein. So die Guardians waren sie auch ja in World. Ich lag schon am Boden. Der macht doch was. Was ist passiert? Wurde ich getroffen? Wurde ich nicht getroffen? Keine Ahnung. Chillen einfach hier. So. Perfekt. Schön ist er umgefallen. Ist auch schon fangbereit theoretisch, aber jetzt beenden wir es. Ja. Sind wir wieder oder immer noch? Wieder. Ich glaube ich 4-5 Stunden Pause. Also, nee, mehr. Oder? 6 Stunden Pause oder so, ja. So, den Hammer. Wo ist die Grex da? Ja, holen wir uns erstmal den Rad hier an. An den Rad. Schliefst du immer so wenig? Ja, ich schlafe seit 30 Jahren jeden Tag nur 3 Stunden. Ich bin der Übermensch. Ich spiele auch jeden Tag 17 Stunden Monster Hunter, seit ich geboren bin. Chillig. Das ist doch ein Lifestyle. Der war einfach gemountet. Danke. Ein Sprungangriff. So. Jetzt beginnt die Suche durch das Rätsellabyrinth, wo wie wir zu T-Grex kommen. Ich gehe einfach mal hier unten außen lang. Ja, warum nicht? Da geht's irgendwo rein, aber das ist glaube ich nicht richtig. Wollen die so außen rumgehen und dann ist da irgendwo eine Höhle bestimmt. Höhle? Da geht's glaube ich rein. Oh, das ist eine Sackgasse. Ja, hier kann man durch. Also mal gucken, dass ich überhaupt bei T-Grex noch ankomme. So, da muss ich einmal hüpfen. Oder langsam hochkraxeln. Sehr schön. Muss meine Waffe gleich schärfen noch. So, da sind wir. Hallo, Togrex. So, nochmal zweimal und noch ein drittes Mal zweimal draufhauen. Eins, zwei, Finisher. Oh, das war maximal Damage rausgehauen. Wir haben noch gar nicht gegen T-Grex normal gekämpft. Wir haben ihn nur mit Monstern gehauen bisher. Und einmal betäubt am Boden verprügelt, genau. Es fang bereit. Wir haben keine Sekunde normal gegen T-Grex kämpfen müssen. Das war eine gute Quest. Das war die beste Quest.
Monster Mounts sind nicht gut. Das war ein netter T-Rex-Kampf. Der hat mir gefallen. T-Rex-Skip. Das war die letzte Quest. Eine sehr schöne letzte Quest. Kann Rathalos echt vermöbelt werden? Hast du eigentlich Better Twitch TV drin? Ja. Und T-Rex einfach ignorieren. Belobigung? Nämlich? Keine Auszeichnung? Okay. Wahrscheinlich kriegen wir gar nichts? Auch möglich. Vielleicht muss man erst alle Online-Hub-Quests machen. Es gab ja immer Farben und so, die man freischalten konnte. Für die Rüstungen. Ich habe bisher noch gar nicht gesehen, dass man Rüstungen färben konnte. Kann auch sein, dass es erst ab High-Rank geht. Ja. Oh. Satisfying. Oh. Haben auch noch einen Haken dran? Ne, haben wir alle. Oh. Alle fertig. Jetzt haben wir noch die hier, die können wir noch machen. Dann ist die auch weg. Oh, noch eine Hölle. Ich zeig dir mal kurz den Almudron-Hammer. Ich bin ja von 2 Tagen durchgespielt. Ein bisschen mehr als einen Tag. Das waren ja so 20 bis 25 Stunden Spielzeit, also ja, so gut. Ja. Ein Mudron-Hammer habe ich mir hergestellt. Ist cool. Der ist, wenn man den auflädt, dann spinnt der so. Ja, aber sieht nur fancy aus. Aber finde ich lustig, dass der da auflädt und sich immer schneller dreht. Wissen die Entwickler, was ein Hammer ist? Das ist ein Reifen an einem Stock. Für mich reicht das als Hammer. Hat einen Stock dran und kann auf den Kopf hauen. Ja, der Pizzakutter sieht auch nicht wirklich hammermäßig aus. Junge. Den sind's. Ja, weiß ich. Tschüss. Denn sie sind's. So, richtig gelesen. Steht doch auch oben rechts. Es ist schwer, in das Spiel reinzukommen. Das ist der einfachste Teil bisher. So, habe ich die noch angenommen? Ah ja, okay. Ja, man sieht aus wie ein Briefkasten. Schon ein bisschen, ja. So, auch mal 3 Monster. Städtenfortschritt der Hub? Ja. Und den Städtenfortschritt bringe ich jetzt auch nochmal voran, indem ich die Quest hier mache. Vielleicht können wir dann Ragnar Adaki noch machen. Aber... Ich möchte meine Objekte aufsetzen, genau. Weil... 3 Monster ist schon nervig. Coole Rüstung? Dankeschön. Wolltest Feuerverteidigung gucken bei deiner Rüstung? Stimmt. Gucken wir mal. Status, Verteidigung, Feuerwiderstand 8, das ist der höchste. Warum ist Rathalos so stark? Oh Gott, da vorne ist ein Rathalos als erstes, okay. Ja, sammeln wir mal einfach wieder alle Buffs auf und so. Kannst du, wenn möglich, nochmal Magna Malo machen? Ich hab schon 10 Magna Malos oder so gemacht. Kannst du in die Streamaufzeichnungen gucken und auch meine ersten Magna Malos so angucken. Oder war bei der Quest hier einer dabei? Nee, ne? Nee. Der Quest gehe ich echt erstmal einfach sammeln. Gehe ich sogar nochmal hier lang. Alles mitgenommen. Ich glaube nämlich, die Monster spawnen nach Zeit.
Das heißt, wenn ich ein bisschen warte, ist ein zweites Monster da, dann kann ich die auch gegeneinander kloppen lassen. Muss ich die nicht komplett von leer bekämpfen. So. Da ist noch ein Buff. Da ist noch ein Buff. Da ist nochmal Ausdauer. Ja, dann scheinbar ein bisschen den Berg hier hoch. Bisschen Sightseeing. Das sieht aus wie eine Bombe. Nehme ich mit. Das Erz habe ich auch nichts. So. Ja, wenn wir den High-Rank-Multiplayer machen, dann wahrscheinlich morgen. Weil heute jetzt erstmal so Low-Rank-Singleplayer mit Holly dann am Abend. So. Jetzt soll ich mal so langsam alle Buffs haben. Da ist sogar noch ein roter Vogel. Zwar meine 10 Minuten Anfangsangriffskraft auch noch mitnutzen, aber so ein bisschen sammeln hier und da geht schon. So, der Hund kann ja auch hier hochklettern. Ah, Angriff ist auf Maximum, sehr schön. So, hallo Rathalos. Was greifst du an? Ein Schweinchen. Der wurde schon verwirrt, so Junge, wie schnell greift er mich an? Komm auf der Map. Hallo, fall runter. Oh, hört er nicht. Er spuckt und ich hau drauf. Da muss ich echt noch gucken und diese Floleas überlege ich auch gerade so. Kommen wahrscheinlich alle dann im High-Rank als die ganzen besseren Sachen. Und bei den Dangos gibt's ja auch, heißt ja auch Rang 1 und so, also müsste ja irgendwie zu Rang 2 auch in irgendeiner Form existieren. Ja, das könnte eine nervige Stelle sein, wenn der Hammer jetzt meint, wieder rutschen zu müssen. Ja, gerade noch nicht. So, Nova gesichtet. Habe ich ihn schon gemountet? Ja, gerade eben. Das einzig Schöne bei den Mehrspieler-Quests, bei mehr Monster-Quests ist, dass sie ein bisschen weniger Leben haben, eigentlich in der Regel. Okay, ich wollte spinnen, aber dann spinnen wir halt durch. Blau machen den Hammer, bevor ich wieder die komplette Jagd vergesse. Irgendwie ein bisschen nervig, das immer umzustellen, weil es ist so eine Einmal-Umstellung, die ganze Jagd hält, aber ich vergesse es immer. Aha. Wenn du mal Flammenangriff trifft, nicht mehr. Mine. Jawohl. So gut. Würdest du den Hammer einen empfehlen, auch wenn man zuletzt den Monster da viermal gespielt hat? Na klar, meist doch simpel. Hammer ist ja entweder Schulterangriff aufladen und so draufhauen oder X-Spam. Und wenn zwei Seilkäfer bereit sind, halt die Seilkäferangriffe noch dazu. So, die sind gerade auf derselben Map. Dann benutze ich Zinoga gegen Rathalos. Ich mag halt, dass Hammer so simpel ist, dass ich mich mehr auf den Kampf als auf die Waffe konzentrieren kann. Wenn es für Leute logisch klingt. Ich mag das nicht, da so die ganze Zeit über meine Waffen und Angriffe so nachdenken zu müssen. Das bringt es dann nicht mehr. Zinoga? Hinter dir ist ein Drache? Ja. Revierkampf?
LOL, der erste, den ich sehe. Halt wirklich. Ist er trotzdem noch mountbar? Junge, lass dich einfach mounten. Okay, ich bin gestunt. Nicht gut. Ah, oh, eine Elektrokugel ging daneben. Sehr schön. Mountbar? Mountbar? Mountbar. Wenn meine Waffe länger spielt, kommt man mehr ins Gefühl und passiert alles automatisch. Welche Welt mit dem Langschwert erfahren? Ja, ich denke auch, aber... Ich mag es auf den Kopf zu hauen. Ich liebe dieses Bonk einfach. Kontern ist bei so Langschwert und so auch nice. Ja. Komm schon. Jetzt eine Kalender. Ja, Elektroschaden. Leichtere Knockouts. Komm, ein Tackle und ein Smash geht noch. Und jetzt. Finish him. Komm. Ja, ist gut. Er ist tot. Danke. Wenn man Langschwert richtig gut spielen kann, sieht es immer so smooth aus, das stimmt. Aber ich will auf den Kopf hauen. Ich bin einfach nur immer mega glücklich, wenn ein Monster umfällt, weil dann ich auch allen Mitspielern geholfen habe. Können dann alle richtig schön Schaden machen. Und das ist das Schönste, wenn das Monster umfällt und man einfach mal so ein paar Free-Hits hat. Voll cool. Freut mich. Klingt irgendwie so unschuldig. Oh, voll cool. Die Monster hauen sich. Ja, irgendwie so, wenn ich ein Kind wäre und so Monster Hunter sehen würde, würde ich es, glaube ich, auch mega cool finden, so zu sehen, wie die ganzen Monster sich gegeneinander... Oh, ich finde es als Erwachsener halt auch echt mega cool. Aber es heißt, dass die Monster so gegeneinander kämpfen zu sehen und so ein Monster zu steuern, ist halt schon echt nice. Zwei Schläge nur? Ja. Wow. Komplett daneben gesammelt. Eigentlich einen Angriff dodgen und dann den Move machen ist gar nicht so schwer, aber ich mache diesen Spin zu gerne. Almut ran gesichtet. Hallo, kannst du mir helfen? Habt ihr auch einen Revierkampf? Nein. Almut Ron, du musst gemountet werden. Aber nur Almut Ron hinterher spinnen. Almut Ron, du musst gemountet werden, bitte. Danke. Sieht aber so langsam aus. Das stimmt. Aber es sind halt so, sind so langsam und schwere Schläge. Nicht so langsam wie ein Schwert, wie ein Großschwert. Achso. Elmutrons Angriffe sind ja so langsam, ne? Das war dein Angriff? Einmal pieksen? Was, kommt da noch was? Nö. Mach noch einmal das hier. Die Blubberbälle, die macht wenigstens ein bisschen Schaden und treibt den weg. Crazy, hast fast die Nova getroffen. So.
So, den Donnerkäfer nehmen wir mit, um Almudron dann auszunocken. Sinore geht's ja noch gut, aber wir können hier nochmal einen Angriffsbuff mitnehmen. Wie viel Angriff haben wir denn? 171, ui. Die ganzen Buffs decken sich schon gut hier in dem Spiel. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass er als erstes losläuft, einfach nur. Naja, okay. Bada Bonk! 216. That's some numbers. Der kriegt gerade richtig gute Hits ab, der Junge. Ich würde sehr gerne hierhin ausweichen und den. Habe ich den Seilkäfer hier schon gesammelt? Scheinbar. Nein, nein, kein Aufladen. Ich musste ein Sinore noch privat machen und der hat es geschafft, sich aufzuladen. Lieber Herr Zombie, machen Sie jetzt jeden Tag Monster Hunter Rise Stream. Danke im Voraus. Nee. Ich wollte den Singleplayer viel machen. Und ich habe den Singleplayer jetzt fertig. Loot. Das ist nice. Einfach mal eine gekauft. So, wir nehmen den hier mit. Almudron ist zwar leider ein bisschen weiter weg, aber was soll's. Was war das? Das war Freude über eine Platte. 1% Drop hier. Reicht doch. Hallo, Almuschmon. Den hatte ich ja auch nochmal gemacht, wegen dem Hammer. Der kann irgendwie so einen riesen Ball auf seinem Schweif halten. Ich weiß nicht, was genau das ist, aber es sah cool aus. Anfangen. Das ist. Oh, durch den Gajau wirkt es einfach so viel stärker, als es eigentlich ist. Weiß nicht, was der riesige Katzenfisch hier macht. Der Giga Gajau. Er greift mich nicht an. Ah, jetzt. Oh, das ist ein Doppelangriff. Lol, bin nicht getroffen und ist umgefallen. 2, 3. Nein! Ich wollte meinen aufgeladenen Hammerschlag machen. Fehler. Aber ich habe es nicht geschafft, weil ich zu früh losgelassen habe. Du machst einen feinen Schneidi auf mich. Aua! Bringst du mich um? Fein. Da schwamm schon viel Leben, wenn man so die ganzen Buffs hier sammelt. Da hat er den Ball. Guck mal, das ist der Pokémon-Master. Donnerkäfer. Aua. Donnerkäfer sorgt für einfacheren Knockout. Wenn man den Kopf trifft. Und da ist der Knockout. Ich glaube, wir hatten nämlich noch keinen. Aber der Ball ist dadurch weg, ne? Ja. Er braucht nicht noch eine Special-Weapon gegen mich, der Junge. Die Macht der Natur ist gegen dich, Almudron. Achso, er geht. Nee, er geht nicht. Er hat sich eine Burg gebaut. Süß. Dann kommen wir mal kurz zum Schlammkäfer. Ist ein Steak. Oh. Ah. Ist hier Schlamm unter mir auftauchen? So. Da. Bonk. So, was haben wir denn noch für Bälle für dich? Hier, Feuer.
Feuer klingt natürlich ganz nett für den Anfang. So. Wo ist der Kopf? Ah, da. Warte noch kurz. Jawohl. Reicht das? Ja, hat es. Sehr schön. Er ist tot. Oh, ich habe noch weitere Käfer. Hallo? Nein. Eisangriff. Wasserangriff. Ich habe noch alle Elemente dabei. Na gut. Dann haben wir ihn. Ich will das Spiel auch anfangen. Gibt es irgendwelche neuen Waffenklassen, die es in World nicht gab? Nee. Es gibt dieselben wie in World. Das Einzige, was neu ist, ist, dass alle Waffen... Also, dass man diese Käfer hier hat und dass man mit allen Waffen dadurch solche Angriffe machen kann. Also, jede Waffe hat so unterschiedliche Sachen. Manche haben Konter und sowas, aber immer mit diesen Käfern. Mods sind fleißig heute. Finde ich schön. Und dass auch Low-Rank-Waffen besser aussehen, das stimmt. Low-Rank-Waffen sehen gut aus in dem Spiel. Außer die an die World-Designs angelehnt sind, weil die immer noch genauso aussehen wie in World. Krieg ich noch eine Belohnung? Oh. Ticket als Lohn des für Mutbeweise. Sammelst du sie, kann etwas Großartiges passieren. Ich glaube, die braucht man, um Sachen herzustellen. Ich glaube nicht, dass etwas Großartiges passiert, wenn ich hier Belobigungen sammle. So, jetzt ist meine Jagdstätte auf 4 Sterne. Mein Online-Hub. Dein Hund sieht aus wie ein Pferd? Ich weiß, es macht die Rüstung. Spielst du eigentlich zu 100%? Ich weiß nicht, aber es passiert etwas. Wir haben Story gefunden. Vogen ist der linke. Wie dick der andere ist, ne? Hör zu, Zombie. Eine große Horde randalierender Monster bedroht das Dorf. Jägergilde hat herausgefunden, dass ein Monster die Randale aus ihrer Mitte herauslenkt. Es ist wohl ein Apex aufgetaucht. Stimmt, wir haben nicht mal einen Apex gesehen. Es ist ein Apex aufgetaucht. Dieses mächtige Monster herrscht über ein gewaltiges Gebiet. Es muss sich der Randale irgendwann angeschlossen und den Befehl über einen Teil der Horde übernommen haben. Wenn Hosch diesen Gesichtsausdruck hat, musst du dich besonders in Acht nehmen, Zombie. Erfahrene Jäger haben ein feines Gespür für die ihre Umgebung. Das wird keine gewöhnliche Jagd. Zu spät, um den Plan noch zu ändern. Die Dörfler verteidigen das Umfeld und du kümmerst dich um das Innere, wie gehabt. Das Apex-Monster, das den Angriff anführt, ist ein Azuros. Erledige ihn, dann ist Kamura in Sicherheit. Und jetzt an die Arbeit. Ist Monster ein Battle Royale? Sprich mit Minoto. Wir müssen die Festung beschützen bis zum hinteren Ende. Ich habe eine dringende Quest für dich, Zombie. Dein Ziel bei der Verteidigung gegen die Randale ist ein Apex Azuros. Ein Apex kontrolliert eine Horde randalierender Monster und verleiht ihnen seinen eigenen unbeugsamen Geist. Ich muss dir nicht sagen, wie gefährlich ein Apex sein kann. Aber bei diesem hat Hinoa ein besonders schlechtes Gefühl. Meister Hojo teilt ihr Unbehagen. Sei vorsichtig da draußen. Hinoa und Meister Hojo irren selten bei diesen Dingen. Also dann, ich wünsche dir viel Glück. Der blaue Apex. Okay. Ja, die machen wir einfach im Online-Hub. Wie wir mit anderen Leuten. Ich meine, ich wahrscheinlich von den Zuschauern ist keiner so weit. Aber ich habe ja für alle Monster gestern schon Sachen gefunden. Vorm Schlafen. Also finde ich dafür jetzt bestimmt auch Leute. Wie weit bist du mit der Story? Singleplayer komplett abgehakt. Kriege ich eigentlich gerade mal einen Screenshot von. Ist ein Screenshot von Tweeten, also wenn ihr Monster Hunter nicht kennen würdet, ich gucke jetzt eh gerade zu, also für euch ist es egal. Wenn ich davon einen Screenshot tweete, würdet ihr so denken, oh, ist ein Spoiler, ich weiß, wie viele Sterne es gibt, oder... Ich denke schon. Okay, dann tweete ich den nicht, aber ich mache den für mich. Ich bin auf Nummer sicher. Es ist ja ein Tag nach Release. Die Leute wollen sowas noch nicht sehen.
So, habe ich für mich eingemacht. So. Jetzt, ja, machen wir den Apex Azuros. Ich bin gespannt, ob der neue Rüstung hat. Und dadurch sollten wir den High Rank auch freischalten. Aber ich mache im High Rank noch nichts. Dann machen wir ein paar Sachen im High Rank. Ja, so einfache Sachen im High Rank können wir machen. Guck mal, der Azuros sogar oben rechts sieht so ein bisschen crazy aus. Da steht Meister Otsushi da oben. Glaube ich. Kann ich hin. Okay, da ist der Band. Eine unsichtbare. Dringende Quest. Muss ich die selber hosten oder kann man die mit anderen machen? Das ist eine gute Frage. Dringende Quest. Eine Beitrittsanfrage annehmen und einer laufenden Quest beitreten. Geht ja. Okay. Dann treten wir jemanden bei. Ja, Apex-Monster sind größer, stärker und haben neue Moves und sehen scheinbar auch anders aus. Er sieht ja nicht aus wie ein normaler Azuros. Kann mir ja keiner sagen. Gibt es kein High Rank im Singleplayer? Ich glaube noch nicht. Also entweder kommt Ende April irgendwas für einen Singleplayer oder allgemein irgendwas. Ein Camellios kommt auf jeden Fall Ende April. Es glaube ich hieß irgendwie so Story-Erweiterung kommt noch auch. Nicht gegessen? Doch, Honigtoast. Achso, du meinst im Spiel. Ja, kann ich ja hier auch noch. Stufe 5? Die dritte Horde? Ja, freut mich auch, euch kennenzulernen. Warum habt ihr, einfach schnell essen, einfach schnell essen. Ich muss da raus. Einfach in der fünften Welle. Ich liebe Quests, wo ich einfach beitrete und es ist fertig. Muss ich zu gelb oder zu blau? Ah. Da ist er. Den hätte ich jetzt nicht so schnell erwartet, tatsächlich. Ah ja, ich bin aber schon gebufft. Ich sehe schon, dass ich 170 Schaden mit einem Spin mache, der daneben geht. Ah, er steht ja auch oben. Gegenschlagsignal. Und? Wie groß der ist. Der Apex hat was Großes vor. Schnell, vermies ihm die Tour. Okay, versuch's. Ist ausgenockt. Okay. Jetzt muss er jetzt so viel Schaden machen. Oh, warum bist du ausgenockt worden? Will doch nur wissen, wie viel Schaden es macht. 160, 200, 300, 100, 100. Oh, 500. Sehr schön. Und jetzt noch ein Blick bei der Bock hinterher. Das ging halt echt schnell, ne? Einmal einer Quest beigetreten. Das kommt davon, wenn ich sie nicht selber öffne. Mr. Bär, hören Sie auf. 730 mit dem Treffer. War so ein Gigamonster. Eigentlich cool. Oh, ist das so Puste. Hier fast schon eine normale Jagd hier drin. Man darf ja das Monster mal bekämpfen mit länger als 4 Sekunden. So. Da hat er die Mega-Arschbombe gemacht. 6000 Schaden, wird eine Atombombe auf mich geschossen. Das war, glaube ich, so ein Ultra-Angriff gegen den Bär einfach. Das hat mich ein bisschen erschrocken tatsächlich. Oh, er hat Freunde. Das Gebrüll hat die Horde scheinbar noch gestärkt. Okay. Also sobald der Apex-Bär tot ist oder die Zeit abgelaufen ist, haben wir ja gewonnen. Dann gehen wir mal zu der Gegner. Oh, über. Ich glaube, die kleinen Monster zu fokussen ist klüger. Der geht nämlich nicht aufs Tor. So. Verfügbar Maschinenkanone. Okay. Tauschen. Es ist Zeit für die Maschinenkanone. Verschwinde, du fliegender Vogel!
Mount war. Okay, jetzt kriegt er keinen Schaden mehr. Wo ist der Bär? Ja. Bär macht einfach Ultraschaden an dem Tor. Seidenbinderschuss. Ah, da ist er. Okay, zack. Ah ja, guck mal, Seidenbinderschuss hat ihn einfach umgeworfen. Ich kann einfach schön reinhalten. Seidenbinderschuss. Okay, macht nicht immer was. Ich baller schon auf seinen Kopf. Hier noch die Spruchwinde. Ah, die Spruchwinde trifft nicht. Okay. Ratatatatatatatata. Bereitet immer noch vor. Oh oh. 500 Schaden. Weiß nicht, ob es das erste oder zweite Tor ist, aber... Wo sehe ich die Lebensleiste von dem Tor? Gehen auf das letzte Tor los. Nicht cool. Oh oh. Okay. Sorry, aber da ist der Bär mir zu nah. Soll auf mich lieber hauen. Er ist tot. Ich glaube, das Tor war nämlich fast kaputt. Da über der Minimap ist so ein fast kaputtes Tor. Starknochen, da kommen sie alle looten. Oh. Bär. Azuros Pelz Plus. Heilungsmaterial einfach nur. Okay. Jetzt kriegen wir alle Infos, die wir haben wollen. Azuros Rückenpanzer liegt hier noch rum. Voll abgestaubt habe ich einfach nur. Bist du mit dem Singleplayer durch? Ja. 100%. Alle Quests gemacht. Nicht alle im Stream gemacht. Ich habe so ein paar Nebenquests wie Pilze sammeln und so offscreen gemacht und 10 Yagi töten, aber... Alle Monster sind eigentlich einmal online in Videoform gejagt worden. Im Online-Videoform-Format. Wie viel kostet das Spiel? 60 Euro. Läuft der Online-Modus gut oder lag das ein bisschen? Nee, hast du Lags gesehen? Ich hab jetzt keine Lags gesehen. Ich glaube, gestern, wo ich ihn Almut dran gemacht habe, hat er sich ein bisschen teleportiert, aber ich spiele auch mit Leuten aus Japan. Story. Lol. どうにか守りきれたな。みんな、よく耐えてくれた。百竜夜行、こたびはいつまで続くのでしょう。うーん、元が分からん以上、なんとも言えんでげこね。こう言い続けて、早数百年。 Da kommt er, das Hühnchen. Chicken McNugget. Lol, wie sieht der denn aus? Hilfe? Kono Kodoku to Shousou wa ano Monster no Shoudou. Die sieht ultra fancy aus. Ich dachte, der ist so ein ultra hässliches Viech, aber das ist irgendwie gleichzeitig voll fancy aus. C-Rang, ja, ich war nicht dabei. Bin nur zum Abstauben gekommen. Was ist das denn? Ein Bestienjuwel, das ist bestimmt so ein 1%-Drop, so wie es glitzert. Geronnen aus Monstersekreten geformt, leuchtet wild. Ja, okay, ich stream den Multiplayer 100%, auch wenn ich den mit Freunden spiele. Sorry, aber da ist ja die gesamte Story noch drin. Jetzt geht's hier erst ab. Wir haben den jetzt gesehen. Körper sieht toll aus, aber Kopf. Ja, Kopf ist ein bisschen ein verrücktes Hütchen, aber... Hey, Apex-Kurzschwert. Auszeichnung erhalten, okay. Buddy-Stufenlimit wurde freigeschaltet. Oh, meine Buddies können jetzt weiter leveln. Stimmt, 21. Alter, mega cool. Mega cool. Ja, also in Online-Modus stream ich dann doch. Okay, also wenn da so viel Story drin ist. Easy. Hallo, Olli. Noch? 2 Stunden, Olli. Noch 2 Stunden, ne?
Du musst übrigens das 1-Stunden-Intro und so spielen, aber ich gucke einfach bei dir dann im Stream zu oder so. Das Monster, wer redet Vogel? Ja, das Monster war sicher ein Drachenältester. Ja, endlich. Wieso sind wir ihm zuvor nicht begegnet? Wir brauchen Antworten. Und noch etwas macht mir Sorgen. Hinua aus Reaktion auf das Monster. Ja, es scheint, jetzt habe sich Hinua mit ihm... Achso, der Kleine redet. Es scheint, jetzt habe sich Hinua mit ihm verbunden. Hinua konnte schon immer Minotos Gefühle spüren, sogar über Distanz. Wir nennen es Verbindung. Und aus irgendeinem Grund hat Hinua sich nun mit der Bestie verbunden. Die Gilde wird das untersuchen, Zombie. Du kannst nun 4-Sterne-Quests annehmen, wenn du dich darum kümmern könntest, würde uns das enorm helfen. 4? Nicht 5? 4, doch 4. Eins doch, versuche bitte, Minoto aufzumuntern. Ja, es hat ein sehr langes Tutorial, Holly. Also, ja. Aber sehr viele Texte. Freust du, liebst dir Sachen vorzulesen und so oder durchzulesen. Wird sehr spaßig für dich. Eins doch, versuche bitte, Minoto aufzumuntern. Seit sie wieder im Dorf ist, weint sie ununterbrochen. Okay. Ich hau mit meinem Hammer einfach drauf. Oh, du hast neue Wechselmoves für mich. Ich habe schon alles über deine grandiosen Heldentaten gehört. Also habe ich mir Also habe ich mir eine Kleinigkeit einfallen lassen, um dir zu helfen. Ein paar brandneue Wechselkünste. Oh, ich krieg so viel cooles Zeug. Du kriegst sie aber nicht einfach so. Diesmal nicht. Du musst dir die verdienen. Ich habe ein paar Quests dafür vorbereitet. Sieh dir erst meine kleine Questbeschreibung an und dann mach die Quest. Schließt du sie ab, kriegst du eine neue Fähigkeit. Ihr dachtet, das Spiel ist vorbei, weißt du, jetzt geht hier alles erstmal los. Erst hatte ich vor, ein paar Schaubilder zu zeichnen, aber dann dachte ich, ach nee, das ist zu öde. Üben wir das lieber mit Quests. Okay, dann also 17 Uhr im Multiplayer, ungefähr irgendwie. Ich schaue in deinem Stream rein, ich pass auf und bin dann einfach ready, wenn du mehr Spieler machen kannst. Kann auch sein, dass es nach einer halben Stunde schon geht oder so. Wie auch immer. Wenn du dir nach einer neuen Fähigkeit isst, nimm einfach mal eine meiner Quests an. Studium von Schwert und Schild. Jagdhorn. Mission der Morphaxt. Lektion leichtes Bogengewehr. Da war aber kein Hammer dabei. Okay. Gucken wir mal wegen der Quests. Das sollten jetzt Highwing-Quests sein. Es tut mir leid, dass ich allen Sorgen bereitet habe, Hinua so zu sehen. Ich bin okay. Um Hinua solltest du dich sorgen. Die Verbindung mit dieser schrecklichen Kreatur hat sie sehr belastet. Ich war machtlos gegen ihre Schmerzen. Nie zuvor bin ich mir so nutzlos vorgekommen oder so hasserfüllt gewesen. Ich bitte dich, Zombie, folge dieser fürchterlichen Kreatur und vernichte sie! Räuspert, Verzeihung. Meine Gefühle lassen mich meine Pflicht vergessen. Zombie, es sind 4-Sterne-Quests für dich verfügbar. Ich erinnere mich nochmal, dass 4-Sterne-Quests als hochrangig gelten. Es stehen nun auch hochrangige Randale-Quests bereit. Diese höherrangigen Quests sind sehr anspruchsvoll und werden dir alles abverlangen. Ich wünsche dir viel Glück. High Rank. Oh, aber richtig viele coole Monster. Und richtig viele Quests. Achso, das sind die... für die Weapon-Arts, ne? Ja. Okay. Cool. Und wir haben jetzt High Rank Randale-Quests. Weil ich da auch Lust drauf habe, die noch im Highwing zu machen. Du hast jetzt besseres Essen, sagst du mir, ne? Brandneue Dango. Genau. Geschmack verbessert. Was bist du? Wie viel Spielzeit hast du bisher? 30 Stunden in dem Spielstand. Aber ich habe halt auch sehr viel einfach nur Fotos gemacht und so, bevor ich das gestreamt hatte. Also eigentlich so... eigentlich so 24 Stunden oder so. Rank, wo es Zeit für mich ist, aufzugeben. Ach, Rank ist machbar. Ja, alles nur einfach eine gute Rüstung machen, dann schafft man alles. Jetzt haben wir erstmal einen Moment für mich. Ich war gerade drüben bei der Schmiede und da haben sie mich gefragt, ob ich dank meiner Jagderfahrung Ideen für neue Waffen hätte. Das hat mich etwas überrumpelt. Also habe ich erzscherzhaft gelacht, ein Ei als Hammer würde Leib und Magen jedes Jäger in Nöten retten. Ja, das brauche ich. Meister Hammer rief plötzlich, genial! Und jetzt denke ich, er könnte wirklich so einen Hammer entwerfen. Ich meine, wenn er wirklich inspiriert ist, kann er jetzt keinen Rückzug mehr machen. Auch wenn der Vorschlag nicht ernst gemeint war. Ich bitte dich nur ungern darum, aber meinst du, könntest an meiner Stelle ein Ei für ihn besorgen? Liefere 2 Gagwa-Eier. Eihammer. Ja, ne? Das können wir machen. Overlay habe ich gerade nur weggemacht, weil gerade so viel Story war. Können wir jetzt wieder hermachen. So, du hast auch besseres Essen.
Zombie, du kommst recht, du musst mir einen Gefallen tun. Also folgendes, ich habe meine üblichen Lieferantenzutaten für ein neues Dango-Rezept bestellt, aber jetzt machen diese dummen Izuchi und Buggy die Handelsroute über Frostinseln unsicher. Ich mache mir einfach Sorgen, verstehst du? Was, wenn meine Händler von einer Bande dieser dummen Monster angefallen wird? Ohne die Zutaten kann ich mein neues Menü natürlich nicht zubereiten. Und das reguläre auch nicht, wenn wir schon dabei sind. Kannst du dir das vielleicht mal ansehen, Zombie? Und die Izuchi und Buggy verscheuchen? Bitte? Okay, Städtenquest. Die hat noch was? Hast du schon Komitsus neue glasierte Äpfel probiert? Egal, nicht so wichtig. Ich wollte dich über etwas ganz anderes mit dir reden. Ist aber streng geheim, also sag es nicht weiter. Okay. Ich möchte mein... Also... Ne? So. Dürft ihr nicht wissen, streng geheim. Als ob. Nicht dein Ernst. Okay, nein. Ich möchte meine Dango geschmacklich aufpeppen und habe überlegt, Eier von den heiligen Ruinen dafür zu nehmen. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Dort treiben sich zwei Kuru-Yaku rum, die selbst total scharf auf die Eier sind. Also, könntest du dich vielleicht um sie kümmern, während du ich ein oder zwei Eier schnappe? Bitte, bitte. Durch die Eier werden die Dango noch viel besser schmecken, als dass es die Mühe garantiert wert ist. Okay, kurze Erklärung. Wir haben jetzt Zugang zum High Rank, zumindest über die Städte. High Rank sind nochmal die Monster, die wir alle bekämpft haben, allerdings teils mit neuen Angriffen. Wesentlich stärker, wesentlich mehr Leben. Und geben dafür aber nochmal neue Waffen und neue Rüstungen. Wir reden mal mit dem Schmied und finden heraus, ob die Waffen und Rüstungen dann auch anders aussehen. Das kann nämlich sehr gut sein im High Rank. Da gibt es meistens dann so Redesigns, dass es sich nochmal lohnt und alles nochmal cooler aussieht. Bin gespannt. Ah, Zombie, wie ich sehe, hast du während deines Trainings nicht herumgetrödelt. Ernsthafte Jagden erfordern ernsthaften Stahl. Also habe ich die Essen vorbereitet, um mächtige Apexionswaffen zu schmieden. Apex-Monster befinden sich in der Randale. Sie tragen wertvolle Materialien, die sich bestens für den Apexionsprozess eignen. Ich kann die Waffen schmieden wie alle davor. Wenn deine Waffen zu wünschen übrig lassen, probierst du es besser mal. Okay. Ich habe gute Nachrichten, Zombie. Die Schmiede hat sich dazu entschlossen, Dekorationen anzufertigen. Dekorationen machen die Macht von Fähigkeiten für dich nur nutzbar. Du musst sie nur in ein Rüstungsteil aus deiner Objektruhe stecken. Oh, es gibt wieder Dekos. Ja. Okay, es wird alles cooler. Es wird alles so viel besser jetzt. Das Schmieden erfordert Juwelen. Bring also bitte immer einige mit, wenn du Dekorationen haben möchtest. Wir werden die Art von Dekoration, die du schmieden kannst, in naher Zukunft erweitern. Also schau bald wieder bei uns vorbei. Was spiegelt jetzt richtig los? Du kannst die Farbe von Rüstungsteilen ändern. Junge, Spiel, hör auf. Oh. Oh. Rüstungsfarben können über die Option Aussehen in der Objektruhe oder über Rüstungsschmieden in der Schmiede konfiguriert werden. Über die Objektruhe in deinem Zelt ist diese Funktion nicht verfügbar. Eine spezielle Art von Waffen, Randale-Waffen, die aus Apex-Materialien von Bestien geschmiedet werden. Randale-Waffen verfügen über mehr Randale-Slots als normale Waffen, lösen mehrere Fähigkeiten deiner Wahl aus und erhalte eine Waffe, die perfekt zu dir passt. Dekorationen sind Zubehör, genau, die man in Rüstung einbaut. Okay. Ja, die haben auch das Dekosystem aus World. Oh, cool. Aber nur zwei Seiten bisher, aber es werden noch mehr. Und die craftet man jetzt selber. In World waren das Drops, die Dekos, ne? Genau, jetzt craftet man Dekos wieder, aber Talismänner werden Drops wahrscheinlich. Oder man macht die halt über dieses Talisman-Schmieden. Naja, also kann ich mir selber aussuchen, was ich haben möchte. Genau, das kann man in Rüstung einfach einsetzen. Kann ich mir alle möglichen Abilities und sowas holen. Dann zum Beispiel halt so Widerstand gegen Elemente. Immunität gegenüber Schlaf kann ich mir holen. Oder dass ich mehr Kräuter sammle, mehr Erze sammle. Dass wenn ich K.O. gehe, dass ich, glaube ich, 10% mehr Angriff und Verteidigung bekomme. Jedes Mal. Schicksalssprung ist, dass ich einen Ausweichmove in die Richtung vom Monster machen kann. Anstatt nur vom Monster weg. Den Sprung habt ihr ein paar Mal gesehen. Das ist dieser Hechtsprung. Bei dem ist man komplett unsterblich. Und mit dem Sockel kann man den auf Monster zumachen. Oder das Monster eher mich angreifen. Was auch spooky ist. Aber für Langschwert eigentlich ganz gut. Wenn man eh kontern will die ganze Zeit. Und hier, dass man durch Mist laufen kann. Ja, jetzt sollte hier... ist schon mal ein Stückchen weitergehen. Oh, das sind die blauen Waffen. Und grün. Karbaliterz. Der Jauschuppe. Den könnte ich schon machen. Kriegsstampfer.
Sieht halt auch cool aus. Das ist auch aus dem World Design gemacht, aber eine coole Waffe haben sie auf einmal draus gemacht. Sehe ich noch irgendwas? Ich müsste ja hier der Apex Azuros Hammer sein, oder? Wenn es so einen gibt. Noch ein Knüppel sieht immer noch chill aus, aber 170 Schaden ist halt giga nice. Ich glaube, von den Waffen hier hinten werde ich nicht viel sehen. Na, schon mal zwei Reihen weiter. Das ist nur am Anfang vom High. Der Magnum. Ah, guck mal, mein Teddy kann ich aufwerten mit dem Azuros-Zeug. Und hochwertigen Pelzen. Und Nova-Kristallen und Chroma-Beuteln. Da brauche ich ein Bestienjuwel sogar. Sieht sogar aus wie die letzte Stufe. Ne, man sieht aber nicht, ob eine Linie da noch kommt. Okay. Der Ultra-Teddy-Hammer. Mit weißer Schärfe. Seltenheit 5. Randale-Baum. Da. Brauche ich Agnosum-Federn aus dem High-Rank. Okay. Das ist ein Randale-Hammer. Der hat 3 Randale-Slots. Genau, die anderen haben einen. Ah ja. Okay. War auch cool. Rüstung schmieden. Ja, sieht noch gleich aus. Muss aber nichts heißen. Kann halt sein, wenn ich Monstermaterial habe, dass sie besser aussehen. Alter, wie viele Boni der hat. Da müsste ich nur ein paar Isokis hauen. 30 Verteidigung. Und er hat Slots für die Deko-Dinger, die man einsetzen kann. Ja. Zellkäferflüsterer 3, Wandläufer 3, Kritischer Blick 4. Junge, sind die alle direkt gut. Oh. Der hier Verteidigung plus 4 direkt drauf. Der müsste echt viel Verteidigung haben. Müssen wir nur ein bisschen Erzfarm gehen. Wie gefällt das Spiel bisher? Ich bin gerade mega happy. Jetzt, wo ich gerade hier das ganze High-Rank-Zeug. Warte, wo ist der Eihammer? Achso, ich muss 2 Gajau-Eier erst abliefern, ne? Ach, das wurde auch Zeit. Was denn? Na, wenn du mit diesem Flolier nicht mal totschick aussiehst. Oh, mehr davon, ja. Jetzt, wo du ein hochrangiger Jäger bist, ist es an der Zeit, auch deine Hilfsausrüstung zu steigern. Du musst dafür gewappnet sein, dich noch härteren Quests zu stellen. Also, warum motzen wir dein Flolier nicht ein wenig auf, hä? Ich dachte, so als Jagdäuling würdest du länger brauchen, um dich an sie zu gewöhnen, aber du scheinst dich ja schon auszukennen. Mach weiter so, Frischling. Deine neuen und verbesserten Floliers werden auf dir auf jeden Fall dabei helfen. Stufe 2. Bin ich gespannt. Gucken wir sie mal an. Achso, ich habe übrigens Deko-Rüstungen noch. Weil ich die Deluxe-Edition mir geholt habe. So kann ich aussehen, wenn ich möchte. Der Samurai. Mit einem Katana an der Seite, was er nicht nutzt. Ansonsten habe ich Vivarianer-Ohren. Gibt es als DLC. Eine Fuchsmaske oder eine Theaterperücke. Aber ja, will ich alles nicht. Und hier kann man die Rüstungsfarbe ändern. Ich muss Deko-Rüstung tragen, um diese Funktion zu nutzen. Ich glaube aber, man kann die auch anders ändern. Passt die Farbe deiner Rüstung ganz schnell, die Farbe bestimmter Rüstungsteile ändern. Das geht nur, glaube ich, mit High-Rank-Rüstung. Deswegen muss ich erst einen High-Rank-Magna Malo besiegt haben, um den. Und dann kann ich die Rüstungfarbe ändern. Ah, cool. Genau, und wenn ich die paar Sachen noch weitermache und dann meine Hammer-Wechselkunst kriege, meine dritte, dann kann ich den Big Badabonk-Angriff mit irgendwas austauschen. Bin ich eigentlich auch gespannt. Oh, guck mal, es hat mir direkt den. Ach, das hat meine direkt geupgradet. Angriff war vorher 10 und 2 Gewinn. Jetzt hat es 3 Gewinn und hat 15 Maximum. 75 Leben. Ist schon nett. Ich finde halt 10 Angriff gegen. Ja, sorry. Ich glaube, der ist der To-Go-Weg. 75 mehr Leben ist halt so viel mehr als 30. Hast du schon mit allen in der Versammlungsstätte geredet? Ich weiß es nicht. Hier ist noch irgendwer mit einer blauen Sprechblase. Oder? Die hatte gestern irgendeine Lieferung. Noch. Weiß aber gar nicht mehr, was ich dafür bekomme. Ich glaube auch einfach nur wieder so ein Waffenrezept. Und so eine Fun-Waffe. Du wirst die neuen Dango lieben. Du bist immer noch nicht fertig gewesen. Neue Dango-Rezepte. Und die alle anderen Dango-Rezepte wurden verfeinert. Hast du jetzt Stufe 2 Dangos?
Dango bestellen. Dango Bombardier mit Schaden von Detonation und Gewehrlanzenmunition. Dango Schwächer. Verbessert Chance, dass große Monster in Quest schwächer als gewöhnlich sind. Dango Feuertrotz hat sogar ein Sternchen dran. Wird den Feuerwiderstand erheblich. Ach, guck mal, die Elementdinger wurden verbessert. Ah, das heißt, die haben einfach ein Sternchen dran, wenn es die Stufe 2 ist. Süß. Drachenwiderstand. Braucht man ja langsam jetzt, wenn die Drachenältesten kommen. Sieht aber nicht lecker aus, der Dango, ganz ehrlich. Ja, cool. Wie weit ist Zombie mittlerweile und was ist für eine Rüstung? Ich habe im Singleplayer alles zu 100% fertig. Und bin jetzt im Mehrspieler-Hub gerade am Anfang High Rank angekommen. Ja. Ah, du da. Ich hatte gestern vom Screen so Lust auf Dangos, dass ich mir welche gemacht habe. Ich weiß nicht mal, wie ein Dango schmeckt. Kamura-Jäger müssen wissen, wie sie sich mit einem heimischen Wesen richtig umgehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dazu müssen wir Infos über die Viecher da draußen sammeln. Bist du dabei? Keine Angst, ich werde dafür sorgen, dass sich die Mühe für dich lohnt. Finde diesmal doch bitte 30 verschiedene Arten. Einverstanden? Ja, habe ich schon. Danke. Bitteschön. Ah, nichts anderes habe ich von einem Kamura-Jäger erwartet. Mal sehen. Sieh dir das an. So viele unterschiedliche Wesen. Wow, was ist das? Und das? Die habe ich ja noch nie gesehen. Spitze. Mehr noch. Das ist fantastisch. Entschuldigung, da ist wohl die Begeisterung mit mir durchgegangen. Hier sind ein paar große Seilkäfer für dich. Danke. 8 große Seilkäfer. Apropos, musste mal gerade hier bei einheimische Wesen gucken. Ich habe ja... Das hier habe ich gesehen, genau. In der Sandebene bin ich ein bisschen rumgelaufen. Habe ich auch fotografiert. War cute. Was bist du? Ein Kronilisk. Ein seltener Flugdrache der Sandebene. Meist nistet er sich in Höhlen an, kommt aber manchmal ans Tageslicht, um sich in der Sonne zu wärmen und seinen Stoffwechsel anzuregen. Sein Kopf ziert ein Kamm, der wie eine geflügelte Krone aussieht und ihm in Kombination mit seinen glitzernden Schuppen und seiner tragenden Gestalt eine majestätische Ausstrahlung verleiht. Okay. Ja, genau. Zangenkrebs habe ich auch fotografiert. Genau. Oh, die sieht süß aus. Habe ich aber noch nicht gesehen. Also wahrscheinlich schon, aber nicht wirklich fotografiert. Die habe ich auch fotografiert. Ja. Haben schon einige gesehen von denen. Ja, da habe ich auch so ein Schwert gefunden. Kleine Monster. Ich weiß nicht, warum der eigentlich für immer markiert ist. Ich bin schon dreimal auf den draufgegangen. Das Spiel ist sich wohl nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Das ist ein Apexer Zuros. Sogar als eigentliches Monster gelistet. Ein so mächtiger Zuros, dass er zum Apex gekrönt wurde. Er ist besessen von Zorn und Schrecken. Vermutlich aufgrund der unzähligen Wunden, mit denen sein Körper überzogen ist. Seine massiven Vorderbeine machen kurzen Prozess mit allem, die ihm im Weg stehen. Der Ruf seines Apex entlädt seinen ganzen qualvollen Zorn auf die Monster in seiner Nähe und treibt sie so zur Raserei. Ja, der sieht ein bisschen freundlicher von seinem Bild aus als... Ja, hier. Obwohl, er guckt eigentlich echt auch noch freundlich. Hat nur ein paar Narben und ist dunkler. Irgendwas hatte ich noch fotografiert, als es kaputt war. Ich glaube, Rathalos. Das hat scheinbar nicht gezählt, das Foto. Ich muss echt noch viele Monster fotografieren. So, machen wir hier nochmal die Ausrufezeichen weg. So. Und jetzt möchte irgendwer noch irgendwo reden. Buddy Plaza. Huch. Katzin direkt. Hat sich irgendwas beim Schiff geändert wahrscheinlich oder so. Ja, steht ein bisschen mehr Zeug rum. Wie kann man sich den Stream von vorne ansehen? Wenn du auf mein Profilbild unterm Stream klickst und dann auf Videos gehst, dann ist der jetzige Stream als frühere Übertragung gelistet. Dann kannst du da draufklicken und den von Anfang an gucken, den heutigen Stream. Auch wenn er gerade noch läuft, wird er als altes Video gelistet. Ich erwarte neuer Glanz. Achso, ich habe übrigens die Nebenquests gemacht, auch für die U-Boote, ne? Also ich jetzt 3 habe, 3 Katzen, die Zeug sammeln. Ist ein bisschen praktischer. Hallo. Schau, die General überholte Argosy. Ah ja, stimmt, hat da sogar ein kleines Fächchen offen.
Ist sie nicht ein Prachtstück? Natürlich dient die Restaurierung nicht nur der Dekoration. Du kannst jetzt mit ihr noch bessere Gegenstände erstehen. Unsere Geschäfte laufen glänzender als je zuvor. Beehr mich bald wieder und erlebe die Wunder des Handelns und Reisens. Okay. Ich nehme mal erstmal meine Sachen. Danke. Für Objekte tauschen. Da ist noch nicht mehr. Spezielle Güter. Hast du eine Magna Malu-Rolle und eine Machtprobenrolle? Ja, Hausdeko, her damit. Seltene Funde. Kelbyhorns. 10 Stück, her damit. Ich hasse es, Kelbys zu jagen. Ich wünschte, ich könnte warme Pelze bei dir kaufen. Ich habe gehört, was passiert ist. Und bin ich nur froh, dass es um Fräulein hier nicht ganz so schlimm steht wie gedacht. Wir haben versucht, die Identität des blauen Monsters zu ermitteln, aber leider vergebens. Wenn wir doch nur mehr tun könnten. Trotz allem ist allein die Tatsache, dass er von den anderen randalierenden Monstern getrennt war, schon bemerkenswert. Abgesehen von seiner Spezies lässt sich mich der Zeitpunkt seines Erscheinens vermuten, dass er etwas Ungewöhnliches an sich hat. Wartet mal. Ja, mal ein bisschen theorisieren. Bitte keine Spoiler. Ja. Hier ist ein Monster Hunter-Logo. Das oben rechts ist, glaube ich, der nach seiner Königin sucht. Und das unten links ist dann seine Königin wahrscheinlich. Das sind ja scheinbar zwei so Monster. Das andere haben wir aber noch nicht gesehen. Aber es würde Sinn ergeben. Weil der oben rechts hat diese Hörner von diesem Hühnchen, was wir da gerade über der Schlucht gesehen haben. Also im Logo, ne? Das blaue da. Und denke ich, das gibt es zwei so Drachenältesten irgendwie. So als Ende vom Spiel. Bin gespannt. Jo, Zombie, danke, dass du immer Buddies mit auf die Jagd nimmst. Im Namen aller Buddies hier möchte ich dir das hier als Dankeschön geben. Mach weiter so. Ein Buddy-Schein, danke. Zombie, du kommst gerade recht. Die Buddies, die noch nicht angeheuert wurden, möchten Kamura auch unbedingt helfen und haben unglaublich hart trainiert. Sogar Häuptling Kogarashi hat ihnen dabei geholfen. Und jetzt sind sie echt stark. Sie werden bestimmt eine große Hilfe. Hier, bei mir sind sie eh nur unruhig. Warum nimmst du sie nicht mehr mit auf die Jagd? Sind die jetzt ein höheres Level, oder was? Höheres Level als Level 1? Oh ja, Level 8, Level 19. Junge, wahrscheinlich auch ein bisschen teurer. Das ist echt ein hohes Level. Das meine ich ja schon die ganze Zeit trainieren und sie haben nicht ansatzweise ein Level. Und was kannst du? Ah, Zombie, ich habe eine besondere Aufgabe für dich. Die Monsterjäger haben kürzlich Randale-Aktivität in der Nähe einer derzeit aktiven niedrigrangigen Quest festgestellt. Darauf müssen wir mit dem Jaunzerjäger reagieren. Wir haben die Radale-Bedrohung entdeckt und nun möchten wir sie auch gerne erledigen. Wenn du deine Buddies Erfolg haben, wirst du mit mehr Materialien belohnt. Ja, meine Jäger können jetzt auch Randalen machen. So, erstmal das hier. Zick, 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 zick. Manchmal entdecken die Mjaunster-Jäger bei ihren Erkundungen kleine Randale-Ausbrüche. Dann wird Randale zum Scout-Ort hinzugefügt. Diese Entdeckungen sind viel gefährlicher als gewöhnlich mit mehr Monstern, aber sind auch eine großartige Gelegenheit, um jede Menge Monstermaterialien zu finden. Probier es bei Gelegenheit mal aus. Also jetzt gerade nicht, oder? Weil hier ist kein Randale gelistet. Aber es besteht theoretisch die Chance, ich verstehe. Ja, meine Buddies hier, die ich losschicke, sind halt noch ultra niedrige Level. Aber okay, das kriegen wir noch hin. Lieber Zombie, du wurdest gestern von Star Wars Stories geradet und hast es nicht bemerkt. Lol, bist ein korrekter Typ. Grüße an Palle und den Rest des Fehlungsbeutel. Danke, werde ich ausrichten und tut mir leid, dass ich es nicht gesehen habe. Keine Ahnung, es geht. Manchmal gehen da echt viele Nachrichten durch und wenn ich gerade bei einem Monster bin, was ich bekämpfe, dann kriege ich auch viele Sachen nicht mit. So. Wie lange trainieren die noch? Leveln so langsam auf. Haben immer noch 3 Runden, okay. Tja, ist schon ein bisschen ätzend, die hochzuleveln. Kauft man echt einfach. Weißt du, die habe ich seit Anfang vom Spiel und jetzt sind die einfach viel zu niedrig und ich kann bessere kaufen. So. Mal gucken, ob ich mal einen online habe. Warum nicht?
Aber hier will ich gar nicht zu viel machen eigentlich. Ein High-Rank-Monster will ich eigentlich machen. Das ist ja so ein Nimmkram. Echt nicht cool, Kulu. Obwohl, ich hole erstmal einen Gagga ein. Fangen wir erstmal damit an. So, wie geht's? Hallo, ich dachte, du bist traumatisiert. Wieso lächelst du? So. Zwei Gagwa-Eier. Hi, Zombie, wüsste gar nicht, dass du auch Twitch hast. Tja. Düne, staunst du. Objekt jetzt. Genau. Auf geht's. Sind Buddies in verschiedene Kategorien eingeteilt, wie DD, Tank oder Support? Die Katzen, ja. Gibt's welche, die legen Fallen und werfen die Monster um öfter. Gibt welche, die sind einfach stärker, machen mehr Schaden. Gibt welche, die dich heilen. Gibt welche, die mehr sich darauf konzentrieren, in der Umgebung Material zu sammeln. So ein Zeug. Beim Hund kannst du einfach Ausrüstung wechseln. Hunde sind alle cool. Ich möchte es nehmen, Lager 1. So. Möge das Nervigste der Welt beginnen. Da sind die Gajaus. Heißt die Gajau? Nee, nicht Gajau. Gagwa. Wenn man einen Gagwa haut, besteht die Chance, dass er aus Schrecken Ei droppt. Und wenn dieses Ei hier existiert, so, muss man es zum Lager tragen. Na, was geht bei euch so? Ich glaube, man kann so machen. Ja. Schade, dass hauptsächlich das erste Gebiet vorkommt. Nee. So von den Quests her war ich eigentlich überall. Aber ich bin sehr froh über den Wasserfall. Außer mein Ei geht jetzt kaputt. Nein. Kulu, das Ei brauche ich. Nein, Kulu, ich teile doch nicht. Er hat ein gelbes Auge. Er ist aufmerksam, der Junge. Oh, oh, er ist mad. Nein, Kulu, das ist mein Ei. Oh Gott, das ist ein Wasserfall, oder? Okay, wir gehen da lang. Kulu, nein! Kulu! Ich brauch meinen Eihammer. Er geht. Okay, puh. Auf dem Hund reiten, während man das Ei trägt? Nee. Das soll ja schwerer an diesen Quest sein. Whee! Man freut sich aber umso mehr über solche Stücke. Hast du da gestern schon Magna Malo gemacht? Ich hab Magna Malo an. Ja, hab ich. Wir haben gestern alles im Singleplayer fertig, ja, alle Monster im Singleplayer zumindest fast einmal gemacht. Heute noch die restlichen. Jetzt machen wir gerade einfach nur so ein bisschen Nebenkram. Wird heute auch kein langer Stream, denke ich. Aber so ein bisschen mit euch chillen und dann gucke ich mal, wann wir den Mehrspieler-Part weitermachen. Aber sehr cool, dass jetzt hier alles so anfängt. Oh Gott, nicht sprinten. Wenn eine Ausdauer, die leer geht, fällt es runter. Wir brauchen übrigens zwei von den Eiern, ne? Passt so schnell wie Lambodado, ja. Ich wünschte. Kann er nicht vorbeikommen und mich schnell zur Kiste bringen? Und jetzt fallen lassen. Liefern.
Eine ausgezeichnete Idee. Okay. Puh. Was ist bisher dein Lieblingsmonster? Ja, Magnamalo auf jeden Fall. Gefällt mir ultra gut. Und Bisharten. Ich glaube, das waren so die zwei Kämpfe, wo ich am meisten Spaß im Spiel hatte. Bisharten finde ich halt einfach nur cool. Wie ich mich gefreut habe, als er einfach seine ganzen Früchte gedroppt hat. So. Es kann sein, dass es wieder irgend so einen Träger-Perk gibt, aber es ist nicht auf der Kulu-Rüstung drauf. Waren hier nicht vorhin gar was? Na, scheinbar nicht. Dann wieder den langen Weg. Diesmal an einem Tetranadon vorbei. Wie findest du das Spiel im Vergleich zu Monster Hunter World? Ist es immer noch Monster Hunter? Ich find's gerade cooler, weil es neuer Content ist. Hey Bro, hast du ein Egg? Nein. Ja, jetzt warten wir, bis neue Gagwas spawnen. Das ist halt auch noch cool, ne? Wenn die kein Ei droppen und das andere wegrennt. Was ist dein Hassmonster von allen Spielen? Tigrex? Magma Tigrex. Magma Tigrex ist noch schlimmer gewesen. Die glitzern. Die Reste, ganz viele. Das waren echt viele. Ich kann nochmal dabei 6 gucken, ob da vielleicht ein Gagwa respawnt ist. Haben wir vorhin eins rennen sehen. Ja, da sind sie. Gagwa Gang! Gib mir Eggs! Kein goldenes. Gut. Gagwa Egg, Gagwa Egg. Hätte vielleicht den Käfer mitnehmen sollen oder so. Was soll's. Wir haben einen langen Walk vor uns. Wie kamst du darauf, YouTube zu machen? Ich habe Let's Plays bei anderen gesehen und hatte auch Bock darauf. Natürlich, wenn man so sein Gameplay mit Leuten teilen kann. Wenn man so ein bisschen Feedback da hat und so und versuchen kann, gut zu spielen und so. Wenn es dir gar nicht juckt, dass du dir ein Ei klaust. Ich habe die mit so einem fetten Briefkasten kaputt gekloppt. Ich glaube, die wollen aber nur leben. Nein, Izuchi. Ich habe hier wichtige Sachen. Übrigens, wenn man sich zu hoch mit dem Seil zieht, dann zerbricht das Ei auch. Also deswegen ziehe ich mich nur so am Boden lang, anstatt zu hüpfen. Lebst du von YouTube? Ja. Sonst könnte ich nicht 17 Stunden Monster Hunter streamen. So, da wollen wir hochklettern. Was hast du als erstes gemacht? Twitch oder YouTube? Wo ich YouTube gemacht habe, gab es noch gar kein Twitch. Junge! Junge! Sprinte! Die können ja Fernkampfangriffe, wenn man außerhalb der Distanz ist. Mr. Koffel, keine privaten Fragen. Timeout, goodbye. So, wir haben die 2 Gagwa-Eier abgeliefert. Nebenquest ist fertig. Ich komme.
Hast du eigentlich bisher nur auf Fernseher gespielt oder auch mal Portable? Ich habe vorhin ein paar Quests auf Portable gemacht. Ich habe gar keinen großen Unterschied gemerkt. Ist das Game besser als Monster Hunter World? Mir gefällt das Movement besser als in World. Aber bei Monster Hunter World ist an sich auch ein super gutes Spiel. Also beide sind gut. Ist einfach halt für mich nur mehr und neuer Content. Ja. Ja. Eihammer, ne? Oder müssen wir erstmal abgeben? Erstmal abgeben wahrscheinlich. Was du? Mit dem Eihammer? Ach, Rockdown-Flöten müssen wir noch, okay. Liefereien Renault plus Ei, ich weiß nicht mal, wo es die gibt. Fange eine Miso zu. Liefere zwei Gagwa-Eier. Abgehakt. Hochrangige Jägerin. Achso, das war die in der Halle. Es wurden aber in World weniger Moves und Monster recycelt. Oder? Jein. Also World hatte schon sehr viele neue Monster, das stimmt. Das heißt aber recycelt. Ich will die ja im Spiel haben. Ich würde mich über noch mehr alte Monster freuen. Weil ich einfach die Rüstungen und alles von denen so gerne mag. Und es mag, die alle zu bekämpfen. Mehr Monster immer besser. Das Grundspiel von World hatte wenig recycelt, aber Iceborne hat viel recycelt. Hat sehr viele alte Monster reingebracht und sehr viele Subspecies gemacht. Ja. Aber das Endgame von Iceborne mit den Updates war sehr gut. Die Grafik ist schlimm. Du bist schlimm. Für die Switch sieht es unglaublich gut aus. Danke, Zombie. Ich habe Meister Hamon das Ei gegeben, das du mir gebracht hast, und er hat sich ziemlich gefreut. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber er hat tatsächlich einen Eihammer gebaut. Einen Eihammer. Scheinbar hatte man die Idee in einer anderen Region zuerst. Schade. Ist also doch nicht so neu und originell wie gedacht. Kaum zu glauben, dass noch jemand diese irre Idee gehabt hat. Na, wenn du einen willst, weißt du jetzt immerhin, wo du einen bekommst. Okay. Eihammer 1 Design freigeschaltet. Neue Rüstungsdesigns verfügbar. Weißt du, es ist... Neue Waffen zum Schmieden verfügbar wäre irgendwie deutlicher, aber gut. War hier beim ersten Mal sehr verwirrt. Denk mal ganz unten, weil es so ein Meme-Ding ist. Vandalebaum, Moskelbaum, Todesstein, Gildenbaum. Das ist der Ding. Da, Gagwa-Baum. Ah. 3 Gagwa-Federn und 200 Schaden. Wie viel hat mein jetziger? 130, glaube ich. Oh Junge, der wäre schon stark. Kann ich mein Magnamalo-Ding eigentlich ab... Ich brauche eine Platte. Warum kann ich meinen Magnamalo-Hammer upgraden und brauche eine Platte dafür? Ich will doch nicht noch mehr Magnamalos machen. Aber keine Schärfe? Ja, grüne Schärfe ist jetzt nicht so krass. Obwohl schon besser. Und minus 30 Affinität, ja. Ja, ist schon nicht so gut, aber... Warum haben die Waffen so wenig Schaden? In Monster Hunter World waren die Zahlen so ein bisschen aufgebläht bei den ganzen Waffen. Das hier ist ein anderes System. Also selbst bei allen Waffen steht dieselbe Schadenszahl. Also 150 Schaden bei einem Schwert und Schild sind auch 150 Schaden bei einem Hammer, aber die werden beim Angreifen anders verrechnet. Und deswegen kommen andere Schadenszahlen beim Zuhauen raus. Also in World war es eigentlich verständlicher für neue Leute. Und das hier ist das alte System, wie es bei alten Monster Hunter Spielen war. Eihammer hat dafür 3 Slots? Oh, auch nicht. Was ist eigentlich hier unten? Absperrung. Hallo? Konnichiwa. Das ist ja...
Oh, Zombie. Entschuldige, hab dich gar nicht bemerkt. Ich habe gerade eine potenzielle Importware getestet. Ist wohl eine echte Spezialität, wo sie herkommt. War ziemlich gut. Mir ist zwar im Hals stecken geblieben, aber lecker war es trotzdem. Vielleicht sollte ich ein paar davon kaufen und sie unter die Leute bringen. Okay. PvP, die Monster Hunter, war das wie bei... wie in World, das von Rise ist ja neu. Nee, in World war es das erste Mal, dass es anders war. Mit den Damage Values. Eigentlich, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Na gut, ihr habt die Teile auf der PSP gespielt, nicht ich, ne? Was ist dein Lieblingsmonster von allen Spielen? Gormagala. Gormagala ist sehr cool. Die Waffen sind cool, die Rüstung ist cool. Meinst du mit Singleplayer die Story oder... Ja, alles, was man halt im Singleplayer machen kann. Und das haben wir schon fertig. Hier ist schon alles abgeschlossen. Ich kann es gerne nochmal irgendwie einfach weglöschen. So, Monster Hunter 2 aktualisieren. Und hier oben mache ich es auch weg. Monster Hunter Rise. Tada. Sieht so leer da oben aus, weißt du? So. Sieht nicht mehr ganz so leer aus. Wie war es bisher so mit der Waffenauswahl? Hab mir heute geholt und hab jetzt schon viel zu viel Spaß. Was meinst du mit Waffenauswahl? Welche Waffe ich gespielt habe? Oder ob mir die Designs der Waffen gefallen? Ist Hammer die Waffe, die man in Monster Hunter so bekommt, oder gibt es verschiedene Waffen? Es gibt 14 verschiedene Waffenarten. Die sich alle komplett unterschiedlich spielen. Andere Kombos haben, einfach andere Tastenkombis, andere starke Angriffe, anders schnell zuhauen. Andere Moves. Und auch anders aussehen. Sieht cool aus. Jagdhorn, Dichterglocke. Sinokri-Gitarre natürlich. Kräuselflöte. Schwerer Dudelsack. Kühentöner. Froschflöte. Windsieb, Knochenhorn. Horn des Jägers. Kisuhorn. Das ist immer schon spooky gewesen. Magna Malo-Gitarre. Giftfungu 6. Ein Saxophon. Das hier ist cool. Was war das? Das kann ich sogar mittlerweile machen. Gossharak-Fell. Das davon habe ich aber eigentlich echt viele. Was hat das? Winddruck, Gesundheitsregeneration, Schallbarriere. Das sind halt keine guten Lieder eigentlich. Das Randale-Ding. Ohrstöpsel. Ah, es gibt also echt Ohrstöpsel auf einem Jagdhorn. Ah ja, da auch. Okay, super. Ich hatte noch Sachen, die ich machen wollte auf jeden Fall. Lass mal kurz das Tutorial hier wegmachen. Nebenquests. Ein Rhinoplus-Ei und 8 von diesen Dinos töten. Wir können auch aber noch offen sortieren, genau. Eine Misozune fangen und einen Rathalos fangen. Oh, ich habe so viele Rathalos heute gemacht und ich habe keinen davon gefangen. Okay, jagen wir die Uruktors. Ja. Schade, dass Rathalos gerade bei den heiligen Ruinen ist. Welche Waffe spielst du am liebsten? Warte. Hier eine Gildenkarte. Mal sehen. Da sieht man hier, wie viele Quests ich mit welcher Waffenart abgeschlossen habe. Dann kannst du überlegen, welche Waffe ich mag.
So, ich glaube, du solltest es gesehen haben. Auf geht's. Eindeutig der Bogen. Ich mal wieder Insekten züchten? Keine Ahnung, ich spiele kein Insektengläser. So, wir suchen kleine Schnappi-Dinger und hauen die kaputt. 8 Stück, weil dann schalten wir ein Lager hier in dem Gebiet frei. Ist übrigens erstaunlich. Ich habe beide Lager in diesem Gebiet gefunden, ohne zu bemerken, dass ich sie gefunden habe. Ich hatte nur auf einmal immer eine Quest dafür. So, da ist ein Wurgi. Ah, den ignorieren wir. Machst du das LP auch auf YouTube? Ja, die Streams werden auf meinen Stream-Kanal hochgeladen und dann kann man sich's angucken, wenn man möchte. Auf YouTube. Warum sind jetzt keine von den Viechern unterwegs? Irgendwo hier in dem Lava-Gebiet müssen die doch chillen. Da ist einer. Von denen brauche ich noch 7 Stück. Dead. Vielleicht gibt es eine Quest mit denen? Mit welcher Rüstung spielst du gerade? Magna Malo. Mein Hund hat auch Magna Malo an. Meine Katze auch. Alle haben Magna Malo an. Es gibt manchmal so einen Ausbruch von einer Gegnerart, wenn man hier so auf der Map unterwegs ist. Jetzt hier einfach so rumchillen und warten. Ich bin sehr unentschlossen und deswegen gehe ich aus der Quest und wir machen eine High-Rank-Quest. Let's go. Ihr dürft euch auch suchen, welches. Das wird bestimmt funktionieren, wenn ich jetzt einfach... 2500 Leute gucken schon wieder zu. Was macht ihr denn? Darüber entscheiden, welche Quest ich mache. Du hast den Wald kritisiert, dass die Waffen so wenig Variation haben. Ist es in Rise besser? Ja. In Rise sehen alle ultra cool aus. Ich habe einen Teddybär als Hammer, ich habe ein Ei als Hammer, ich habe einen Beyblade, ich habe mal Pizzacutter. Ich habe einen Reifen am Stiel. Super viele coole Hämmer. Magna Malo können wir auch gleich machen. So, wir machen eine Heilung-Quest. Gucken wir mal. Rosizuchi, Aknosom, Tetranadon, Lagombi oder Kesu. Worauf haben wir Bock? Ich sehe schon 3-mal Kesu. 4-mal Kesu. Okay, Kesu hat gewonnen. So, ich möchte mir Dango bestellen. Ah, ich kann auch was übliche bestellen. Gutschein, let's go. Online-Up hat eine eigene Animation dafür, aber auch cool. Nope. So, jetzt erstmal den Kesu machen und dann sehen, dass die Rüstung 4-mal so gut ist wie meine jetzige Rüstung. Dann mich wieder schwach fühlen. Da freue ich mich drauf. Let's go. So, Dango-Verstärker ist aktiv. Ach, da ist er. Ich war gerade kurz verwirrt, wo ist mein Kesu?
Das ist ja natürlich das Monster ohne Musik. Aber wir machen danach noch einen Magna Malo, weil ich eh eine Platte brauche. Die Leute, die den gestern nicht mehr gesehen haben. Ich möchte bitte den Käfer hier mitnehmen. Junge, wie lang meine Lebensleiste jetzt sein kann durch die Käfer. Ich jetzt erst gerade. Ja, die Jagd wird jetzt so 20 Minuten mindestens sein, ne? Also ich hoffe, ihr macht keine Wetten, weil ich jetzt mehr Spieler hab. Aka, die Monster haben dreimal so viel Leben. Und High Rank. Kann sogar sein, dass es jetzt eine halbe Stunde Kesu wird. Aber Kesu ist ja recht nett von seinem Moveset, deswegen finde ich das nicht ganz so schlimm. Kesu? Hinter dir. Okay. Oh, wollte ihm seinen Kopf ballern. Okay, dann nicht. Was bist du denn? Jesus ist aber nur spooky wie immer. Aber Ragnar Ducky ist cool eigentlich, dass sie ein paar Monster im High Rank auch exklusiv noch haben. Und sich dann auf jeden Fall weiter zu spielen. Heißt, ich schaffe noch mal eine Mine drunter zu legen? Ne, ich glaube nicht. Oh, Junge, hat er mir schnell hinterher gebissen. Der ist doch gut. Jump. Hier unter dich. Hatte ich schon wieder keine Mine mehr? Ja. Ihr wolltet das Monster ohne Musik. Au. Abgeprallt einfach. Oh, oh. Zweimal reinziehen ist tödlich. Zweimal ballert da rein. Komm runter! Jawoll. Das ist super cool in Rise. Alten Monstern Hunter waren das immer so frustrierend, wenn da so ein Kesu an die Decke ist und man konnte nichts machen außer warten. So, jetzt komm doch bitte runter. Wir machen sorge ich aber selber dafür, dass er runterkommt. Tschüss, Kesu. So, dann schaffen wir mal eine Waffe und reiten vielleicht in die richtige Richtung. Da, den Waffen nehmen wir auch mal mit. Wie weit bist du schon in dem Game? Komplett Singleplayer durch. Wir sind jetzt gerade in der Online-Lobby und machen im High Rank einen Kesu. Erster High Rank Monster. Ich hab gerade einen Angriff gemacht. Direkt beide Seilkäfer weg. Wenigstens kann man die gut auf die Nase kloppen, den ollen Kesu. Was ein Schrei einfach. Eins, zwei, drei und. Jawohl. Kann ich sogar noch machen. Und zweiter Knockout. Amma ist cool. Amma macht Spaß. Ich hätte gerne Musik bei Kesu. Hier, Mine. Komm. Ganz schön lang. Ja, ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ist doch gut. Alles gut. Ja, wenn ich getroffen werde, ist meine Explosionspest weg. Oder meine Magna Malo Pest. Vielleicht kriege ich dann auch mehr Schaden? Möglich. Ja, auf jeden Fall sollte ich mich behalten. Junge! Chill! Rennt er mir hinterher.
Jetzt hier, Mine. Und dann Poppes. Peng. Das ist ein nice Angriff, weil da habe ich, glaube ich, ewig Zeit. Sehr schön. Jetzt ist er mountbar. Das sagt ja anscheinend schon, wie wenig Schaden der bisher bekommen hat. Gehen wir zu Agnosom. Vielleicht hat Agnosom ein bisschen Musik. Ja, Mountain hat Musik. Hallo Agnosom, hast du Musik? Ohne den Boden zu berühren. Der Boden ist Lava. So, mach mal das Hühnchen da fertig. Ja, ausweichen und Kopfnuss. Nein, ausweichen und Kopfnuss, komm. Ja, jetzt hast du es. Ausweichen und Kopfnuss. Schon rein spammen. So, jetzt bist du dich einmal wieder treffen. Ausweichen und Kopfnuss. Und Agnosom hat versagt. Mich abgeworfen. Kacknosom. Au. Kiesling. Ich bin gelähmt. Oh, oh, er kommt. Lecker happy. Oh. Huhuhu. Danke, Katze. Das hat mich nicht berührt. Nein, nein, nein. Auf ihn zu ihm. Jawohl. Max aber auch sehr diesen selben Angriff zu spammen. Genau wie ich mit meinem Hammer spinne. Ja! So viel gemeinsam, Kisu. So aus der Puste? Ja. Oh, da kam nichts raus! Okay, hier ist schon mein Heilbaum. Er sah aus, als würde er abhauen wollen, so wie er in die Mitte gerannt ist von der Map. Bonk? Oh, ist eingeschlafen, okay. Perlhaut und eine Agnosom-Schuppe Plus. Und Agnosom braucht mehr Zeug für irgendwas, ne? Irgendes Plus-Zeug. Den Hammer oder sowas, ne? Dieser Schrei. Ja, wenigstens 30 Schaden. Genießt ihr das Keso-Theme? Da. Okay. Das war ein schöner Treffer. Vielen Dank für dein Spin, Keso. Hier eine Mine für dich. Nee, sie ist weg. Warum ist sie weg? Hat das Geräusch irgendwie gesagt, dass er sich gerade auflädt oder sowas? Weiß ich. Ja, er hat's abbekommen. Aber er fällt auch nicht so leicht um im Mehrspieler. Was ich bisher so sehe. Oh, oh, aua. Er tut auf jeden Fall sehr weh. Das ist nicht unerwartet. Zwei Stunden später. Oh, Türkling. Pausieren. Bis gleich.
hol kurz das Päckchen. Sekunde. Ist Zombie tot? Ist Zombie lebendig? Zombie lebt. Au! Aber nicht lange, wenn es so weitergeht. Ich kann euch gleich zeigen, was an der Tür kam. Allerdings müssen wir erst Käse besiegen. Und wir sind erst bei 10 Minuten. Heißt, er wird nur eine Weile leben. Und er ist sehr wütend. Mal wieder. Ja, ich sollte die Quests echt mit anderen Jägern machen. Dann geht es nämlich noch eigentlich relativ schnell. Also solo die Quest zu machen, dauert schon ein bisschen. Weil die Monster haben ja, wenn man zu viert spielt, so ungefähr dreifaches Leben und nicht vierfaches. Deswegen ist es allgemein einfacher trotzdem noch zu viert. Sondern ein paar Leute lenken sich ja immer ab und so. So, jetzt fällt es aber um. Nach der 10. Mine, oder? Immer noch nicht. Okay, im Singleplayer ist es wesentlich angenehmer, das Perk. Das ist ein Doppelbeats. Sehe ich jetzt schon, ja.
Immer noch nicht. Junge, es ist so ein anderes Spiel erlebt, bis diese Online-Up. Wenigstens die Knockouts funktionieren. Als ob das nicht gezündet ist, okay. Tschüss, Gesu. Singleplayer ist alles schnell down. Ich meine, er eskaliert im Online-Hub zwar auf einen Spieler runter, aber trotzdem halt im Online-Hub hat alles generell ein bisschen mehr Leben. Nein, 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 nein. Ich hab mich fast selber umgebracht. Lass mal heilen. Ich muss ja bald mal Mega-Tränke craften, so viele wie ich jetzt bei dem einen Käse hier verbrauche schon. Auch sehr gewagt, einfach mit dem Minuto hochzüpfen. Noch läuft das irgendwie bei World High Rank Solo? Ja. Besonders habe ich ja noch nicht mal eine High Rank Waffe. Wird ja jetzt auch nochmal viel mehr Schaden machen. Schienbunch, ah! Wurde weggeschrien. Im Angriff weggeschrien worden. Das ist natürlich nice. Ich glaube, ich fange ihn. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, dass ich ihn nicht komplett fertig jagen möchte. Ja, hier war noch ein Heilkrieg, oder? Oh Gott! Katze, 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 ah! Au. Ich wurde gekombot. Guck mal. Was alles möglich ist, wenn man nicht mehr die Solo-Quests macht. Erster Tod? Nee. Also heute erster Tod, aber so allgemein? Zweite oder dritte? Gab nicht viele auf jeden Fall. Hallo Tetranadon. Möchtest du mir helfen? Rennt aber nur weg. Ah ne, kämpft gegen mir. Ja! Genau das wollte ich. Lol, er ist sogar ein zweites Mal mountbar. Daran weiß man, dass man lange in der Quest ist, wenn man ein Viech ein zweites Mal mounten kann. Ja, man kann öfter als einmal mounten, aber dafür, die haben nur so einen 10 Minuten Cooldown oder so. Ja, ich wollte ihn eigentlich in Tetranadon reinrammen, aber gut. Dann gehe ich halt so hin. Komm. Oh ja, es ist fast tot. Ich sehe es. Wow, kurz vorm Tod. Ist es Gummihaut? Ist er immun gegen Fallen? Möglich. Ja, sieht nicht immun aus. Größtes Exemplar. Ja, so 15 Minuten. Ist eigentlich eine nette Zeit. Aber halt ungewohnt gegenüber dem Singleplayer, wo die Sachen 3 Minuten leben. So war es ja bei Iceborne. Waren die Jagden ja anfangs auch ein bisschen länger. Da kam ja alles so ewig lang vor. Ein Großjagd, dass er 15 Minuten lebt. Jetzt um Punkte gewettet. Oh, guck mal. Ein Edelstein. Wie für ein Edelstein. Lass mal gucken, ob eine High-Rank-Rüstung noch anders aussieht. Ja, und ich hol kurz was. Noch davor. Genau. Sekunde.
Gut, dass ich einen Mute-Knopf habe. Hab grad mein Mikro. Kopfhörerhalter runtergeworfen. Das war echt laut. Hallo. So, was war die Wette? Das würde ich jetzt gerne wissen. War es wirklich auf 15 Minuten? Unter und über 15 Minuten? Aber warum eine Sekunde? Oh, wie bitter. Nice. Wie fängt man Monster? Man legt eine Falle und wirft dann Beruhigungsbomben auf die. Beruhigungsbomben kann man in Rice bei diesem Händler hier kaufen. In anderen Teilen muss man die sich selber craften. So, wir möchten ein Amiibo lesen, weil es kam Post. Was war das denn für ein Schrei? Etwa ein Jäger-Deko-Rüstung setzt Finstersiegel? Wir können noch eine Lotterie machen. Vielleicht kriegen wir eine fortschrittliche Rüstkugel. Nett. Und eine normale Lotterie gibt es auch noch. Dann kann man eine Fallgrube gewinnen. Jackpot, die Fallgrube. Ja. So. Collectors Edition kann man. Richtig. Und dadurch haben wir die Finstersiegel-Deko-Rüstung. Tada! Können den anderen nehmen? Theoretisch cooler? Kann man halt ultra gut mischen jetzt, ne? Ja, ich finde den Helm cooler. Ja, so Samurai-mäßig. Yo. Ja, Katzen und Hunde bei mir habe ich leider nicht bekommen. Also, die Wert kann ich nicht zeigen. Die waren halt irgendwie nur über die Nintendo-Webseite zu kaufen oder so. Ah ja. Ich habe auch jetzt einen Pro-Controller von Monster Hunter Rise. Den habe ich mir auch bestellt. Alter. Jetzt könnt ihr meinen Butt auschecken. Kamera. Kauz. Kauz fliegt näher ran. Schaut den zu. Oh, da ist er, der Booty. Ich glaube, irgendwie so ist einfacher. Da sieht man ihn so ein bisschen. Sehr enge Hosen. Schuhe sehen echt unbequem aus. Ja, irgendwie so teils Stöckelschuhe, ne? Läuft man nur auf Zehenspitzen. Ja, aber schon cool, die Deko-Rüstung. Fand schon sehr cool. Dick. Hallo, Stream hat begonnen. Ja, wir redet ja auch erstmal mit Leuten und sowas. Wir machen jetzt noch einen Magna Malo. Ja, die Beine sind... Nee, die Beine sind, sehen mir echt zu unbequem aus. Deko-Rüstung ändern. Machen wir mal die Beine normal. Ja, so ist cooler. Muss mal gucken, ob der Hüftgurt vielleicht auch noch ausgemacht werden soll. Oder vielleicht alles aus. Ja, finde ich den auch besser. Brust. Finde ich die cool. Und die Hände sind auf jeden Fall cool. Die Hände lohnen sich halt allein schon wegen diesen lila Dingern, die da weggehen. Ja. Man kann scheinbar die Rüstungsfarbe von Teilen ändern. Ach, guck mal, ich kann das Leuchten daran ändern von den Handschuhen. Ja, haben wir coole Handschuhe. Warum nicht? Wie lange denkst du, wird der dauern? Magna Malo? 8 Minuten maximal? Also du kannst auf 7 Minuten die Wette machen, glaube ich, vor und nach 7. 7 wär schon krass, wenn ich den hinkriege. Aber ich habe auch einen besseren Hammer mittlerweile. Keine Ahnung. Das Dorf, ja, das ist Dorf. Ein Dorf in Magna Malo, genau. Wenn ich ihn finde, da ist er. Wir machen jetzt noch ein Magna Malo und dann ist erstmal Stream Schluss bei mir. Dann raiden wir Holly. Und dann seid ihr da nett und spoilert nichts und wir versuchen, dass Holly das Spiel versteht und Spaß hat. Letztes Mal noch. どうぞ。
Sekunde. Hi. Ja! Hat er an der Tür geklingelt, weil sich Nachbarn beschwert haben, dass ihr Internet langsam ist. Und dann war gerade Telekom hier. let's go. So. Gibt es eigentlich nur unterschiedliche Dango und keine anderen Essen? Scheint ein sehr einseitige Ernährung zu sein. Was braucht man denn außer Dangos? Dangos sind lecker, Dangos machen stark. Das ist nicht, was für Monster ich erlege. Alles nur dank der Dangos. Aber jetzt muss ich ja mega den Boost kriegen, wenn ich das ganze Zeug hier aufhebe. Ich habe ja ultra auf Leben gegangen, ne? Ja. Dann wächst die Lebensleiste aber auch ein gutes Stück, wenn ich so einen Käfer aufhebe. So. Das hier, den Schneekäfer nehme ich mit. Wir haben den Ratian. Hundi, Katzen, Dingsbums. So. Erstmal Ratian mounten. So, was machst du für einen Angriff? Sehr schön. Das sollte ein Instant Mount sein. Ja. Dann laufen wir mal los durch die ganze Map. Oh, da waren Damage-Irlitz. Egal. Auf geht's. Ist eh schneller als der Hund. So, da rechts ist noch ein Irlitz. Man kann an dem Tor hängen bleiben. Oh, big mistake. Okay, wir haben es geschafft. Wenn ich Pech hab, hüpft der halt jetzt runter. So ein dummer Spawn da ganz oben. Ja, er sieht mich noch. Ja. So, komm nochmal landen. Oh, er liegt hier nicht mal. Okay, machen wir mal Finisher. Schade. Gerne mehr Damage reingemacht. Oh, hey, wenigstens vergiftet und so ein Kram. Dann wird er nochmal gewendet. Pfannwender-Rad hier an. Ja. Blau machen. Sehr schön. Dann gucken wir mal, wie schnell wir den Magna Malo jetzt kaputt kriegen. Extra nur auf eure Wünsche hin. Vielleicht war es auch nur eine Person, die es 7-mal geschrieben hat, aber wir machen Magna Malo. Chimbanjo! Und aua. Oh, ich bin noch durchgekommen. Gut. Ich hatte gerade kurz der Smaut war. Positionierung. Jetzt. Oh Gott, da steht er schnell. Okay, mein Hund hat den scheinbar gut getroffen. Ist der weit weg? Ja, wir machen hier den Angriff, der wird jetzt aufstehen. Wenigstens das. Ich will die Musik. Warum ändert die sich bei Mountain?
einfach so coole Musik. Ja, jetzt ist wieder das Du-Du-Du weg. Will doch keiner. Sehr, sehr eine nette Miezekatze. Ist jetzt noch so in sein Gesicht explodiert, weil es zu nah ist. Leider nicht. Da 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 da. Ich habe Strafungspatscherchen für dich. Ein Spin noch hinterher. Und die Katze liegt schon wieder. Das ist ein ultra-toter Magna Malo. Der ist ultra zerstört worden. Was zur Hölle ist passiert? Die beste Magna Malo-Jagd meines Lebens. 5 Minuten. Der hat ja gar nichts gemacht. Der wurde ja komplett zernichtet. Na gut. Ich hoffe, ihr habt für mich gewotet. 65% war dafür. Ja. Ist der Mord bleibt. Oh, war die cool. War eine sehr nice Jagd. Hat er gar nicht getroffen. Ich bin auch gut ausgewichen und allem. Hallo, Mr. Moore. Habt jetzt Stufe 4 Quest freigespielt? Vor langsam bin ich. Habe jetzt 11 Stunden im Game verbracht. Nee, Stufe 4 habe ich auch ewig gebraucht. Wird immer langsamer, umso weiter man kommt. Hast du die Platte? Sehe ich gleich im Lootfenster. Könnte aber die Sachen hier aufheben. Oder auch nicht. Wollte ich eh nicht. Magna Malo-Foto habe ich schon. Keine Platte. Schade. Sehr nice. Warum ist eigentlich mein Hund ein bisschen weiter gelevelt als die Katze? Die sind doch beide permanent dabei. So. Wer will mir noch mit mir sprechen? Ach, ein Buddy-Ticket und so ein Schmarrn. Okay. Ja, gib her. Oder ein Extra-Apfel. Extra-Apfel. Tatsächlich. Was sagst du? Achso, du kannst jetzt auch das Zeug herstellen. Ja. Das ist der Apexions-Dinger. Vorbereitungsgebiet? Ah, du hast noch was. Achso, Dekoration jetzt. Apropos. Waffen verstärken, Randale, Waffenfarbe. Und man kann die Waffe umfärben. Mit. Also sonst irgendwas? Nö. Ja, die Magna Malo-Seele hier drauf war ja schon das Beste. Okay. Ja, Leute. Dann haben wir noch ein Magna Malo gemacht. Das war ein ultra nice Abschluss. Wir gehen jetzt rüber zu Holly und gucken dazu. Und dann spiele ich bei Holly im Mehrspieler mit. Und ich suche mir natürlich dann irgendeine leichtere Rüstung raus als Magna Malo, ne? Weil wir nicht so rumlaufen wollen, auf jeden Fall. Wir können mit dem Set wieder rumlaufen. Muss nur die Deko-Rüstung ausmachen. So kann ich bei Holly mitspielen. Und Waffe nehme ich halt noch eine andere. Mit dem lila Pizzakutter? Vielleicht gibt es auch noch einen coolen Hammer. Können wir mal gucken. Welche Holly? Holly LP. Der Streamer. Achso, wir haben das Käsesatz gar nicht angeguckt, ne? Sieht immer noch gleich aus. Okay. Hat nur sehr viele, also die haben echt viele Stats. Crazy. Ja, schade, dass die Rüstung nicht anders aussieht zwischen Low und High Rank. Aber es kommt ja dann, wenn eine Erweiterung kommt oder sowas. Warte, was, das haben wir auch nicht angeguckt. Tatsächlich. Können wir nochmal kurz bei den Hunden noch durchgucken.
Das ist auch hochrangig. Hochrangiger Käsehund. Oh. Randale-Waffe hat der Hund auch. Okay. Interessant. Rathalos-Set. Oh, Rathalos-Hund ist cool. Hat sogar so einen Drachenschweif. Süß. Sonst noch einen? Bariot-Hund. Auch cool. Doch, gefällt mir. Ein Puke-Hund. Oh! Süß. Barot-Hundi. Ja, auch cool. Sieht nach Barot aus. Habe ich sonst noch was übersehen? Nö. Sehr schön. Mit der Katze können wir es auch nochmal durchgehen, aber die kenne ich ja alle sowieso, weil es dieselben Designs sind wie immer. Yagi-Rüstung? Okay. Haben wir doch noch eine neue. Barot-Set? Ja, genau. Wie in World. Okay. Wie in World. Bariot. Wie in World, genau. Die hatte ich sogar recht viel. Rathalos-Katze, wie immer. Das Schwert von ihr sieht cool aus. Tigrex-Katze. Diablos-Katze. Und Randale-Waffe. Was hat die? War so ein kleines Mini-Katana. So war das von dem Emblem, was wir bekommen haben, als wir Azuros besiegt haben. Interessant. Und ihr natürlich 1000 mehr setzt wieder als der andere. Okay. So. Achso, ich wollte noch Hammer gucken, ne? Genau. Ich kann den Teddybär machen. Ja, irgendwo hier unten. Schlafen die Monster die ganze Zeit ein. 110 Schaden ist auch nicht zu stark, tatsächlich. Dafür brauche ich einen warmen Pelz. Ja, okay, dann töte ich halt einen Kelbi noch in der Zwischenzeit. Kämpfen wir mit dem Teddybär. Oder ist es dann zu merkwürdig für Holly? Was haben wir sonst irgendwas Cooles? Mein Kamalo ist ja auf keinen Fall. Der Remombra-Hammer sieht ganz cool aus. Der Gossarak-Hammer oder der Basarius-Hammer sind halt auch cool. Ah, den kann ich mir schmieden. Dann ist meine Tigrex-Clown weg. Sammler-Kant-Hammer gefällt mir auch nicht so. Ja, ich mache mir den Teddybären, glaube ich. Ich kann ja dann ein bisschen durchwechseln. Den Froggy-Pizza-Cutter kann ich upgraden. Mit einer Froggy-Schuppe. So. Ja. Ist doch schon mal gut. Bis Hartenhammer würde auch gehen. Oder ich nehme einfach den Almudron-Hammer. Weil der crazy aussieht. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen dann. Gut. Mach gern was wir, so hält es aus. Dann nehmen wir den Teddy gleich. Bei Holly. Wir machen jetzt Lash Rage Holly LP. Ich hab's maximal cursed geschrieben. Und. Ja. Holly spielt gerade den Anfang und wir machen dann da später Multiplayer zusammen. Da mache ich dann später mit. Also nervt Holly nicht. Guckt einfach gespannt zu, bis der Multiplayer kommt. Kommt noch. Okay? Gut. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und vielen Dank fürs Zusehen. Waren ja nochmal gemütliche 3 Stunden, die wir.